Hallo, ich hoffe, das hat jetzt gerade alles funktioniert. Oder auch nicht, weil ich den Ton gerade nochmal höre. Ah ja, ich weiß warum. Sekunde. Ich war etwas dumm und habe aus Versehen den YouTube-Stream angehabt nebenbei. Ist auch ein schöner Anfang. Jetzt höre ich mich nämlich doppelt. Das ist sehr toll. Okay, gut. Gut. Jetzt kann ich mich ja vorstellen erstmal. Hallo, ich bin Michelle und ich möchte mit euch heute Life is Strange spielen. Und zwar vorab, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Das heißt, ich weiß so grob, worum es geht. Ist schon ein bisschen länger her. Deswegen will ich es heute auf eine ganz andere Art und Weise durchspielen. Und zwar bin ich normalerweise die Art von Person, die bei solchen Spielen sich nicht wirklich traut, die böse Option zu nehmen, weil ich Angst habe, dass ich den Charakteren irgendwie wehtue oder sowas. Keine Ahnung, ich will einfach nicht böse sein. Aber bei diesem Spieldurchlauf versuchen wir einfach mal, die gemeinste und fieseste Option herauszuholen und unseren Charakter zu einer sehr, 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 sehr gemeinen Person zu machen. Also zu einer wirklich sehr gemeinen Person. Und ja, können wir eigentlich auch direkt schon mal anfangen. Frage doch an euch, wie ist es denn bei euch? Traut ihr euch, die fiesen Optionen zu nehmen oder ist es bei euch auch eher so lieber nicht? Weil, keine Ahnung, ich habe immer echt Angst, dass man dann so rüberkommt wie eine sehr gemeine Person. Und das will ich eigentlich nicht. Ja, wir spielen übrigens ein neues Spiel. Natürlich. Ach ja, und genau, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, man kann da quasi verschiedene Optionen wählen, deswegen ist es eine Art Rollenspiel, würde ich sagen, in der Art und Weise. Ich weiß ja nicht, ich das Spiel schon. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Jo. Und da bin ich wieder. Also wir fangen auch gleich hier an. Übrigens, das ist nicht in Ilmenau, wenn man das denken könnte. Und der Timo hat schon recht, man kann zwar irgendwie in Videospielen alles tun, was man will, aber es ist trotzdem irgendwie schwierig, sich dazu dann zu zwingen, auch böse zu sein. Gerne in dem Spiel willkommen heißen. Hallo. Okay, das Spiel ist lauter. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass es jetzt gerade ein Gewitter ist. Ich glaube nicht, dass es eine normale Lautstärke ist. Was so surreal. Little pieces of time. But he could be talking about photography as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. Ich weiß nicht, ob ich lieber in der Klasse wäre oder nicht lieber doch im Unwetter. Ich weiß nicht, was von beidem schlimmer ist, wenn ich ehrlich bin. I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. Ja, die gehen jetzt alle nebenbei you feel like totally haunted by the eyes Schako, of those sad mothers and children. Unter Gewitter, weil wir spielen she saw humanity is tortured, right?
And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously, though. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Ja, es ist so ein typisches Bild mit der Bilderwand. Wer kennt das nicht? Wer hat das nicht daheim? I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. She had a brilliant. I haven't kept up with my journal as much as I should. She could have taken another approach. My little camera bag is battered, but still kicking. I prefer Robert Frank. Me too, Victor. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Die man auch immer im Unterricht dabei hat. Generell immer eine Kamera da liegen. Für den Fall, dass man ein Selfie in der Klasse machen muss. Sondern auf Instagram stellen kann von wegen, ich war gerade da. Live in Class, Hashtag lernen. Also generell hätte ich jetzt ein Selfie gemacht, hätte ich höchstwahrscheinlich Ärger bekommen. Ja, das mit der Anwesenheitsliste ist, wir hatten, glaube ich, weiß gar nicht, ob das in der Uni war oder in der Schule, da hat ein Lehrer rumgegangen, hat von jedem Einzelnen ein Foto gemacht, damit er sich den Namen merken kann. Ach, das gibt es tatsächlich so, Anwesenheitsliste. Okay, was wollen wir nehmen? Ich weiß nicht, kommt immer drauf an, so, sie fragen mich, wenn man das so ausdrückt von wegen, sie fragen mich, als ob ich das nicht wissen würde, könnte man als irgendwie ein bisschen böse empfinden, ne? Das wusste ich mal so. Also ich würde, ich sie fragen mich nehmen, was sagt der Chat, was ist fieser? Ich weiß vielleicht was in der Uni, da war sogar derselbe Lehrer, Timo, der von uns Bilder gemacht hat. So. Ich bin mir gerade nämlich echt ein bisschen unsicher, was die fiesere Variante ist, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, übrigens, ich habe mir so eine Kappe geholt, um noch ein bisschen krasser zu wirken, aber ich habe festgestellt, dass sie nicht wirklich passt. Deswegen, ja, liegt die an der Seite. So. Also wenn ihr keine Meinung dazu habt, dann würde ich sagen, sie fragen mich. Weil das, wie gesagt, da kann man auch ein bisschen mit so einem Unterton machen. Danke, Misch. Ja, danke, Pasco. Gut. Achso, ja gut. Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Das Schwierige ist auch hier, die sind alle so gemein an dem Campus. Es wird schwierig, hier die gemeinste Person von allen zu werden. So, das ist eine richtige Challenge, hier der Oberboss zu werden. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Wir hätten eigentlich theoretisch, wenn wir das Selfie gemacht hätten, hätten wir uns so umdrehen müssen, dass der Lehrer mit der Tafel noch drauf wäre, damit man auch wirklich sagen kann, ja, wir sind in der Klasse. Oder wir waren in der Klasse. Ich glaube, Max kann gar nicht so krass gemein sein, aber sie kann ein bisschen snob-mäßig sein, so glaube ich. Also, sie wird wahrscheinlich nicht so schlimm werden wie alle anderen hier im Campus, auch wenn wir das natürlich versuchen werden, aber ja. Gut. Sind wir quasi alleine? Können wir uns ein bisschen umsehen? Victoria doesn't waste a second. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ich merke schon so Kultur und so, ne? Was ist das? Looks like somebody was already working on this. Cool. Können wir es irgendwie löschen? Obviously Blackwell spent bank on the computers here. So, das... Ich soll die Cap aufsetzen? Ah, das funktioniert nicht. Die hält nicht wirklich. So, das ist Kate. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing.
Sie wirkt traurig. Mal sehen, ob wir ihr Life noch viel schlimmer machen können. Ja, klar müssen wir gemein zu Kate sein. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Du bist heute so still. Ich würde sagen, zweiteres, weil... Ja. Wir wollen sie ja blamieren quasi, ne? Okay, das hält wirklich nicht so gut. Ich würde sagen, Victoria hat bereits gewonnen, weil wir wollen ihr keinen Tee geben. Ich habe gehört, Tee beruhigt Menschen und soll gut sein. Es gibt manche Menschen, die trinken eine ganze Kanne Kamillentee am Tag. Ja, Kate brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Also, weiß ich nicht. Wäre schöner, wenn sie nicht da wäre. Ist da irgendwas? Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Die sind schon wirklich krass am Campus. Ich weiß nicht, ob wir da mithalten können. Wir sollten auch so ein Video drehen. Wir sollten auf jeden Fall jemanden finden, der mit uns so ein Video drehen kann. Notizbuch, hoffentlich gehört das jemand anderem. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Es fängt schon an, Max disst schon Leute in ihren eigenen Gedanken. Das Tablet. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Ja. Das sollten wir ja klauen, damit wir es auch haben. Ja, das mit den Stimmen ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, also ich höre das auch ein bisschen. Ich weiß aber nicht, woran es liegen könnte. So, was ist hier? Ach, das sind This is definitely where cameras go to heaven. Oh okay. Man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. Coole. God, also, I'm such a photo nerd. Wir sollten uns auf jeden Fall den Ort merken hier, für den Fall, dass wir irgendwie nochmal Fotos machen müssen von irgendwas. Was ist das? Ich muss mir alles angucken, es tut mir leid, weil es kann ja sein, dass wir irgendwas entdecken, womit wir Leute erpressen können oder so. This might make a cool shot. Es ist nicht schlimm. Wir halten das zusammen. Alleine würde ich das auch nicht schaffen, Shaco, aber wenn wir gemeinsam die Leute fertig machen, dann geht es schon. Dann wird das... Dann fühlen wir uns nicht so schlecht. So. Können die erstmal anstarren. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Komm, Max, du musst nicht schüchtern sein. Einfach volle Kanne los. Das war wirklich sehr leise. Also ich würde sagen, ich hatte keine Zeit, weil das eine Lüge ist. Ich hatte definitiv Zeit, Fotos zu machen. Aber ja, also ich würde sagen, ich hatte keine Zeit. Was denkt ihr? Ja gut, aber ich fand, das war auch eine gute Idee, dass wir in Sims 3, das was Melly spielt ab und zu, Sims 4, Quatsch, Sims 3, nicht Sims 3, Sims 4, haben wir jemanden umgebracht. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich war zwar nicht dabei, aber von den Erzählungen her habe ich gehört, dass es nicht so schlimm ist. So. Also ich hätte jetzt gesagt, wir haben einfach keine Zeit, weil das einfach eine glatte Lüge ist. Aber andererseits ist halt so, muss ich das jetzt wirklich? Deswegen, ich würde gerne mal eure Meinung dazu haben. Was ihr darüber denkt, was ihr schlimmer finden würdet, theoretisch. Von den beiden Optionen. Ich finde es auch gut, dass wir ihn jetzt warten lassen, bis er eine Antwort bekommt, weil das zeigt nochmal, dass wir quasi hier diejenigen sind, die definitiv dominanter sind in der Position von dem Ganzen. Quasi. Option B ist also, ich hatte keine Zeit. Gut. Gute Option, wir haben gelogen. Life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah blah blah, right?
But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision. Now, all you need is the courage to share your gift. Also überlegen, passt es eigentlich mit meiner Kamera? Seht ihr vom Text her alles? So, können wir jetzt noch Victoria irgendwie fertig machen? Wir können sie nur ansehen von der Seite. Victoria, I feel like she's talking smack about me. Das kann durchaus sein, Max. Vor allem hier stehen überall Kameras. Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. Also generell, I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Ich rede zu viel. Was wir festgestellt haben, die erste Episode besteht quasi nur aus Werbung für irgendwelche verschiedenen Kameralinsen. You can never escape the lighthouse here. Okay, warte, dann kann theoretisch die Kamera noch ein bisschen nach oben ziehen. So. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser ist. Müssen wir nachher mal gucken, wenn wir uns die Tagebücher und sowas angucken. Der Turm kommt mir bekannt vor. Ich hätte schwören können, wir haben den heute schon mal gesehen. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Ja. Das ist einfach nur... Ich muss ehrlich sagen, ich habe einen kleinen Hass gegen Landschafts... Fotos und so weiter, weil ich mal so ein 800-seitiges Buch über einen Landschaftskünstler malen musste. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Ach ja, ist also typische Schule. Oh, Bücher. Ja, da müssen wir uns nicht angucken. Können ja mal gucken, wie es draußen aussieht. Weil bisher habe ich mir einfach nur irgendwie random Sachen angeguckt. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture during class. What's the point of even? Because Max wants everybody to see how hip she is. And she plays it so shy. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that. It's so fucking boring. Yeah, jetzt kommt der Vorspann. She's so fucking shy. Ausschalten. Ich weiß nicht, soll ich drüber reden, weil ich immer mag, dass sie da so gerne. American girl. Also so ein typisches amerikanisches Schulding. Menschen sind missing persons posters are popping up everywhere. Menschen sind American girls I'd like to. Schließfächer, also was hatten wir aber tatsächlich auch in der Schule? Kann man nur ansehen. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Vielleicht redet sie mit ihren Freunden online weg, so sei doch mal nicht so gemein. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Also generell wissen wir, die Leute reden einfach nicht mit Max. I hate having everybody see inside my locker. Weil warum ist Max schließlich mit so einer der wenigen? I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Oh, Gema. Okay, dann beeile ich mich mal hier ein bisschen, damit es gleich zu Ende ist. Das sind alles Leute, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Wir judgen die jetzt einfach, indem wir nicht mit denen reden. Und suchen den Weg zur Toilette. Okay, überall ist ein Listenposter. Oh nein, aber vorher noch ein Snack. Das ist. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Wir schneiden den Teil einfach raus. Nobody can see my meltdown, except for me. So. Es ist wieder leise. Jetzt hört ihr mich auch besser. Jetzt kann ich Debbie nochmal Hallo sagen. Ach ja, ich hatte voll vergessen. Ich soll ja nicht nur Debbie Hallo sagen, ich sollte auch noch Paul Hallo sagen. Hallo, Paul. Ja, ich kann einfach das im Nachhinein nochmal nachvertonen. So. Gucken wir uns mal um. Was ist das? Now, who would bother to write that crap? Steht da. Rachel Amber ist eine nicht nette Person. Ich würde sagen, Max hat das geschrieben.
gehen einfach mal davon aus, dass Max das war. Ja, wie gesagt, Paul sollte gegrüßt sein jetzt. Ich hoffe es. Also hallo, Paul, nochmal, falls ich das noch nicht gemacht habe. Ich vergesse immer, was ich schon gesagt habe. Was ist das? Ja, also generell, da wir wissen, dass Max die Einzige ist, die in den Waschraum I'm geht, können wir einfach davon ausgehen, Thanks. Dass das alles von ihr ist. Ja. Genau. Das ist unser Lieblingsort. Hier gibt's auch wieder überall Poster. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Das ist geil. Das finde ich. Ich finde, das ist, das ist... Sorry, aber ich finde, das sieht einfach nur witzig aus. Nee, das ist kein Kondomspender. Das ist, ein Tamponspender. I'm good to flow. Thanks. Deswegen, also merkt euch auch, das hier ist das Mädchenklo. Ne? Das ist wichtig, das zu wissen. Ist auch schön, Max verbringt ihre komplette Pause hier, einfach weil sie zu cool für die anderen Just relax. Ist. Stop torturing yourself. You have a gift. Gute Entscheidung, Max. Gute Entscheidung. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Das ist auch das Ästhetischste ever. Du hast hier einen Schmetterling direkt vor der Putzkolonne, vor diesem Putzding da. Was Besseres ist, gibt's nicht. Also das ist wirklich 1A ästhetisches Foto. Guck mal, nochmal genau. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Das ist schon ein schöner, ich wollte gerade sagen Vogel, es ist kein Vogel. Ein schöner Schmetterling. Das ist das Mädchenklo. Nur um es auch mal erwähnt zu haben. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Das ist definitiv unser Erzfeind. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. I already heard this lecture. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Shit! Can you give me an example? Man, I cannot believe this. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Diana. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Okay, ich versuche nochmal die Audio-Einstellungen irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wo ich die finde, wenn ich ehrlich bin. Hier wahrscheinlich nicht. Because of her images of hopeless faces.
Mal die Musik ein bisschen runter vielleicht. Ist es jetzt besser? Das ist zu leise. Ich hoffe mal, dass es besser ist jetzt. Okay, gut, gut. Timo hat gesprochen, dann ist es besser. Ich fühle mich total haunted by the. Uff. Okay, also wir können jetzt anscheinend die Zeit zurückdrehen. Wir sind ein Superheld. Ist das die richtige Taste? Ah, ne, es ist die falsche. Und wir haben festgestellt, einer hier hat eine Waffe. Wir haben keine Waffe. Das ist ein Problem. I did it. I actually did it. I'm a human time machine. Wir haben jetzt definitiv schon den ersten Film Max, von großen Wahnsinn. Don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her. Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad Max mothers. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. So, weiß jemand, wo wir jetzt eine Waffe herbekommen, damit wir auf jeden Fall den Flatter beim Schießduell gewinnen? Too obvious? Ich glaube, das ist wichtig. What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. Wir müssen ein Selfie machen. So, she could have taken another approach. Habe ich voll vergessen, wie, dass wir natürlich in jeder Situation uns selbst abwechseln müssen. I'm not a big fan of her work. I believe Max has taken what you kids call. Jetzt ist die Stimme wieder leiser. Ja, das ist der Plan, Timo. Wir schlagen Nathan it's zusammen real. Und erschießen den Chloe. So I can go back in time. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? I need to go to the bathroom quickly and check it out. Also wir haben uns vorhin auch sehr viel Zeit gelassen, um aufs Klo zu gehen. Ich denke, sie kann ein bisschen warten. Das überspringen. Wobei, ihr wollt es wahrscheinlich hören. Wie kommen wir am besten auf die Toilette? Mir ist schlecht, ich muss zur Toilette. Ich würde fast sagen, wir sagen, mir ist schlecht, weil das kann auch bedeuten, dass wir einfach, dass der Unterricht einfach so scheiße ist, dass wir jetzt uns übel ist. Und ja, ich glaube, es ist besser dann, wenn wir Chloe selber erschießen und dann Nathan quasi sagen, dass er es war. Das passt gerade schon recht. Genau, uns ist schlecht von seinem Gesicht. Hat Misch gesagt, dann machen wir das auch. Ich ist schon komisch, dass es so leise ist. Oh shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Also wir sind schon so krass, wir müssen schon fast nachsitzen, okay? Also es scheint zu funktionieren auf jeden Fall. What if I rewind again and give him the right answer? Aber was können wir nicht machen? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich. Das ist das Doofe an dem Spiel. Wenn wir die schlechte Option wählen, dann müssen wir auch irgendwie wieder zurück, um die gute zu nehmen. Echt so ein Time Warp Song. Oder sowas, die man immer so. Aber leider ist das Copyright geschützt, so was man so einblenden kann. Jedes Mal, wenn das kommt, das wird es auch nicht witziger machen als dieses Gewackele. Gott. Wir müssen wahrscheinlich jetzt die richtige Antwort geben, ne? Sonst kommen wir hier nicht raus und können Chloe nicht erschießen. Ach ja, gut. Dann sind wir heute mal nett. Ausnahmsweise jetzt diese Minute und geben dem Typen die richtige Antwort. Ich meine, dadurch zeigen wir auch Dominanz gegenüber Victoria. Das ist wahrscheinlich auch einfach gut. Tut mir leid, dass wir jetzt kurz nett sein mussten.
Haben jetzt schon ein Selfie gemacht? Ja. Pasco ist doch ganz okay. Ich weiß gar nicht, was er hat. Der ist schon... Wenn jemand ein Problem damit hat, jetzt böse zu sein, ist das vollkommen okay. Ich meine, deswegen machen wir das ja auch gemeinsam. Ja. Damit wir uns gemeinsam schlecht fühlen können, was für schlechte Personen wir sind. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay, können wir das Stativ einpacken, damit wir damit jemanden erschlagen können? Ich glaube, die Option gibt's leider nicht. Okay. Okay, das sah gerade komisch aus. Oh. I just worked so hard in the shop and I'm sure you know what it's like to be consumed. Sind wir irgendwie mal zu labern? Why is this happening? And to me. Nee, wir gehen direkt aufs Klo, die haben unsere Aufmerksamkeit nicht verdient. Kommt jetzt eigentlich nochmal das Intro? Ach, verdammt. Also der Ton ist echt ein bisschen komisch, vielleicht ist es ja beim nächsten Mal dann ein bisschen besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiche nicht aus, es ist so konfrontationsmäßig. Also... Das ist halt schon wieder die Frage. Es ist schwer, böse zu sein, ne? Weil man kann alles irgendwo ein bisschen mehr hineininterpretieren. So, ich weich nicht aus, ich mag sie einfach nur nicht oder ich weiß nicht, ob ich eins habe, weil ich keinen Bock habe, was für sie zu tun. Das kann man so viel hineininterpretieren, ne? Also ich wäre jetzt fast für Option A, wie Timo immer so schön sagt. Ich weiß nicht, was denkt ihr? Was ist gemeiner? Oder womit zeigen wir Dominanz in der Situation? Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich das Ganze im Spiel spielen wollte. Danke, Schoko. Im Stream spielen wollte, weil ich echt... Keine Ahnung, was ist überhaupt böse? Ah ja, stimmt, ich kann meine Kamera noch ein Stück höher machen. Wenn ich rüberkomme. Auf den anderen Bildschirm. Konstruktionsmäßig hier nicht so. Warte, müssen wir jetzt schon wieder? Der will auch nicht, dass wir gehen. Der will nicht, dass wir gemein sind. You have just by participating. Das Spiel zwingt uns dazu, nett zu diesem Typen zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Achso, ich muss noch John Lennon zitieren. Herr Misch, wieso magst du den nicht? Der ist doch voll nett. Würdest du nicht gerne so einen Lehrer haben? Ja. Gut. Also generell, ich meine, ich finde es auch gar nicht so schlimm. So schlimm, wenn Max solche Zitate loslässt, weil ich finde, ich weiß nicht, es irgendwie hat so ein überhebliches Gefühl, wenn man die ganze Zeit mit Zitaten von anderen Leuten irgendwie antwortet, so, weiß ich nicht, so, keine Ahnung. So, Mish hat gesagt, wir mögen ihn nicht, wenn jemand mit mir redet oder sowas. Können wir da mitmachen? You remember that it's payday? Daniel is getting bullied all over again. I hope he doesn't remember. Ich hoffe auch nicht, dass er sich daran erinnert, dass andere Leute zusammengeschlagen haben. Wir sind die Einzigen, die das dürfen. So generell. Ich muss mir mal anschauen, wer der Typ ist. Oder wer der Typ ist. Der Name? Bier. Samuel, hat der jetzt einen Namen gehabt? Trevor. Okay, der klingt schon so. I can't let that girl die in the bathroom. Nee, wir haben Zeit. Keine Sorge, Max, wir kriegen das hin. Genau, das waren Daniel. Und andere Leute, die namenslos sind. Das ist Brooke. Alles so typisch amerikanisch. Justin und Dana, das sind alles Leute, also die heißen alle wie ehemalige Klassenkameraden von mir. Und Evan. Schade, dass Victoria nicht hier ist, sonst könnten wir sie fragen, ob wir bei ihr irgendwie in die Clique kommen können, beziehungsweise ob sie in unsere Clique will. Sie
Stimmen noch leiser. Na, schon wieder falsch. Was ist mit leicht gefernpickelt? Ja. Was passiert? Mal sehen, was passiert, wenn wir diesmal. Vor allem, was macht Nathan bei uns im. Bad. Auf der Toilette. Okay, Max, retrace every step. Okay. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me what to do. Max, you're going to get hurt. Hell, more trouble for this than drugs. Wir können ja den Besen mitnehmen und dann. I'm too scared to get near this psycho. Mensch, Max, ist leider. Ist jetzt tot? No, he has a gun. I should do something else. Ja, schnell hol dir die Waffe. I'm too scared to get near this psycho. Wenn Max nicht so eine Mimme wäre, dann hätten wir das jetzt schon in der ersten Folge gelöst, das ganze Problem. Aber nein, wir müssen ja unbedingt Chloe retten. Dann machen wir halt das einzig Richtige. Ein Hammer. Damit könnten wir auch theoretisch. Der ist schon geschossen. Max, you're going to get hurt. Also können wir nicht irgendwie den. Den Hammer nehmen und Nathan damit irgendwie eine reinhauen oder sowas? Müssen wir das jetzt zwingen? Hat sie jetzt gerade schon wieder geschossen? Also ich mache das gerade nicht absichtlich, dass wir Chloe die ganze Zeit aus Versehen erschießen. Ich bin einfach anscheinend nur schlecht darin, rechtzeitig irgendwie den Hammer zu nehmen. Scheinbar ist das Problem. Ups. So, jetzt nochmal. Beweg das Ding. Wo ist denn? Achso, wir haben den Hammer schon. Ich würde auch schon immer den Feueralarm auslösen. Ein ganz normaler Tag in der Highschool in den USA. Schau, dass er seine Waffe mitgenommen hat. Stellt euch vor, Max hat die ganze Zeit eine Waffe. What the fuck is going on? Do not freak out. So, jetzt haben wir die Toilette wieder für uns. Was machen wir jetzt? Kann man das zuschließen? Nee. Okay. Dann gehen wir halt. Ja, wir hätten Chloe auch einfach sagen können, dass da jemand mit der Waffe drin ist, aber dann hätten wir sie jetzt nicht gesehen, wie sie 2 bis 3 Mal erschossen wurde. Das muss man schon gesehen haben. Jetzt sind die Stimmen komplett leise. Also irgendwas stimmt da nicht. Thank you, Mr. Madsen. Weil der Typ, der wegsteht, ist lauter als wir selber. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm, since that's your job. Sie dürfen uns von so einem Typen nicht einschüchtern lassen. Ja? So. Jetzt haben wir die Schule für uns. Was machen wir jetzt zuerst? Ich würde sagen, wir schauen mal, wie es drüben aussieht, ob da drüben eine Waffe. Okay, dann gucken wir nicht, ob da drüben eine Waffe liegt. Don't wander around here. Get on outside. Also, weil er das jetzt gesagt hat, will ich eigentlich ehrlich gesagt noch länger hier chillen. Don't wander around here. Get on outside. Okay, dann gehen wir halt, also dann schreiten wir ihn würdig raus als allerletzte, damit auch wirklich jeder dabei ist, dass wir den Feueralarm ausgelöst haben. Und generell diejenigen sind, mit denen man in dieser Schule hier rechnen muss, wenn es darum geht, wer krass ist. Ist er wieder so leise?
Er wundert sich darüber, dass sie schwitzt. Sie hat auch extrem rote Augen. Also ich glaube allgemein, dass sie vielleicht irgendeine Art von Krankheit haben könnte. Okay. An sich, wenn wir jetzt Nathan melden, ist das ja so krass, oder? Also Nathan zu melden ist ja eigentlich das, was wir machen können. Wir verpetzen den nicht. Ist das die gemeine Option? Ich kann mich halt echt nicht mehr daran erinnern, was passiert, wenn man das andere wählt. Also Mitch sagt Option 0. Stimmt, das macht Sinn, wenn wir ihn quasi... Aber wir wollen ja auch gemein zu ihm sein, ne? Das ist jetzt die Frage. Was sagen die anderen? Wenn wir ihn jetzt melden, ne, dann haben wir jemanden... Aber das Problem ist, dann läuft er halt mit einer Waffe rum und wir nicht. Zwar haben wir dann die Möglichkeit, immer noch die Waffe von ihm zu nehmen. Was ist denn Option X? Ich hab nur Kreis und Viereck. Wenn wir die Wahrheit verbergen, dann schützen wir ihn ja quasi Dreieck. Okay, also wenn keiner von euch was anderes sagt, dann würde ich sagen, dann verbergen wir die Wahrheit, damit dann jemand mit einer Waffe rumläuft. Und ihr seid echt hilfreich. Wirklich. Danke, dass ihr da seid. Stell euch mal vor, euch ist wirklich schwindelig und ihr habt den Typen. Ja, ich weiß, danke Chat, dass ihr mir so sehr helft. So ein Stimme ist echt komisch, ich kann es nur wiederholen. Okay, wir haben uns auf jeden Fall schon mal den Bitch-Charakter. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Das ist okay, wir brauchen kein Scholarship. Yes, kein Drogen, was du nicht kennen hat. Scholarship. Also ich kenne jetzt auch keinen, aber ja. Brauchen wir nicht. Vor allem das Komische an dem Spiel ist halt, du kannst halt wirklich jede Entscheidung rückgängig machen. Das heißt, wenn wir aus Versehen mal was Gutes machen, wissen wir können wieder zurück und wir können die Schlechte auswählen. Schau mal, wir hätten so einen schönen Campus. Mit so vielen schönen Postern. Es ist auch so, es bringt halt nichts, so 10 verschiedene Poster hintereinander zu kleben, als ob das jetzt mehr Aufmerksamkeit ausziehen würde. So, wen haben wir hier? Das ist Miss Grant. Können ja mal mit den Leuten sprechen, mal sehen, ob die uns mögen oder nicht. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Jetzt haben wir gar keinen Ton mehr. Soll ich die Leute synchronisieren? Ich weiß nicht. Nein, wir unterschreiben keine Petition. Ja? Nein, wir kommen nicht wieder. Sorry. Oh, schon ja, wir haben noch einen, wir haben quasi noch, ein Handy, bei dem uns Leute schreiben können. Ja, theoretisch können wir, ich weiß halt nicht, die Sache ist halt die, wenn wir halt mit den Leuten reden, dann können wir denen halt sagen, nein, danke, ich höre mir an, was eine Petition so macht, und dann sage ich nein, ich habe keine Lust darauf. Das ist halt auch nochmal fies, Pasco, also wenn wir sagen, nee, wir reden mit den Einzelleuten und dann machen wir sie fertig. Ach so, ja, Heißt es, ich soll den Gamesound wieder hochmachen, Timo? Kann ich das jetzt noch ändern oder bräuchte ich dafür jemanden, der sich mit Technik auskennt? Ansonsten können wir ja mal gucken, was wir bisher geschrieben haben. Vor allem, das ist halt so, wenn du dir so den Chatverlauf anguckst, also das ist Warren, mit dem wir reden, ja? Und wir merken ganz klar, der redet uns zu, der spammt uns quasi zu und wir antworten ihm einfach nicht. Also ich will ja nichts sagen, aber Max war schon gemein, bevor ich überhaupt hierher gekommen bin.
Also vor allem, ich würde mal sagen, wäre es auch ein bisschen gefährlich, weil er uns vorschlägt, dass wir Sachen in die Luft jagen. Es ist auf jeden Fall eigentlich ein guter Verbündeter, was solche Sachen anbelangt. Der hat bestimmt irgendwie Wissen, was so Bomben und sowas anbelangt. Vor allem, was ist das so? Von wegen, ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen, ja, meine Kamera ist bereit. Bis gleich, was will sie denn mit ihrer Kamera machen? Wir haben natürlich auch noch andere Sachen von unserem Vater. Der wünscht uns einen guten 18. Geburtstag. Und er hat uns Geld geschickt und wir haben ihm nicht mal ein Danke zurückgeschickt. Dann ist auch noch Kate, von der wir gesagt haben, dass wir immer in der Nähe sind, quasi so stalkermäßig, für den Fall, dass sie nicht das macht, was wir sagen. Und sie will mit uns einen Tee trinken gehen. Ich würde sagen, wir haben schon zugesagt, aber ich würde sagen, wir gehen auch einfach nicht hin. Vor allem Mish ist für Max ex Warren. Ich bin eher dafür, dass Warren so unser Handlanger wird, unser zweiter. Also unser erster wird Victoria. Die untergraben wir noch. Hier sind übrigens nochmal alle Charaktere. Für die, die das Spiel noch nicht kennen, ich weiß nicht, ob es jemanden im Chat gibt, der das Spiel nicht kennt. Aber generell, so, damit ihr nochmal wisst, das hier ist Max, das sind wir. Das ist Jefferson, das ist der Lehrer, den wir anscheinend mögen. Das ist der Direktor, den mögen wir nicht so. Das ist Victoria, die wird noch irgendwann unter uns arbeiten. Kate auch. Nathan ist der, dessen Waffe wir brauchen. Und David ist der, keine Ahnung, den mögen wir nicht. Der ist irgendwie eine Gefahr für uns. Ich glaube, der hat auch eine Waffe. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Jo, aber wir können uns auch noch mal kurz umgucken. Wie gesagt, ich weiß halt nicht. Also es ist schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe, tatsächlich. Vor allem, die haben sogar überall auf dem Boden diese vermissten Anzeigen. So, das Spiel will uns ganz eindeutig darauf hinweisen, dass irgendwas nicht hier stimmt. Wieso sollte nicht Maximilian heißen, oder? Ist die Maximilian? Nee, sie heißt einfach nur Max. Vielleicht heißt sie auch Maxim oder so. Das wissen wir nicht. Es gibt auf jeden Fall sehr viel hier zu lesen auch. Quasi, also. Haben hier auch übrigens sehr viele Tagesbücher. Ich habe auch stattdessen gerade statt COI CDU gelesen und dachte, sie ist irgendwie CDU-Wählerin oder Nathan. Aber anscheinend nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich soll wahrscheinlich... eine Katze. Ich denke mal, ich muss euch das nicht vorlesen. Ich weiß ja nicht. Okay, ja, fürs nächste Mal dann. Nee, Mich, ich habe Maxim gesagt, nicht Maxine. Also Maxim, wie heißt der mit Nachnamen? Schako, helf mir mal. Ich weiß, wie der heißt. Naja, gut, wer sind das? Hayden. Hallo. Wir haben jetzt wirklich gar keinen Ton mehr. Soll ich denn wieder die Stimmen lauter stellen oder soll ich? Ich weiß nicht. Wollen wir mit dem reden? Ich weiß nicht. Wir können ja mal fragen, was der Vortex Club ist. Vielleicht ist es ja ein Club, der uns interessieren könnte. Okay, also anscheinend ist man, wenn man im Vortex Club ist, cool. Also müssen wir auf jeden Fall so eine Gegenbewegung gründen, würde ich mal sagen. Okay, also nicht lauter stellen. Nee, wir hängen nicht mit dem Vortex Club rum, weil wir generell einen eigenen Club haben wollen, hätte ich jetzt gesagt. Max kennt Rachel doch gar nicht, oder? Auf jeden Fall geht es anscheinend, auf jeden Fall ist es so, dass Rachel irgendwie eine wichtige Person ist oder sowas. Aber eigentlich interessieren wir uns für dieses ganze Rachel-Ding halt überhaupt nicht, würde ich fast sagen. Es sei denn, naja, eigentlich nicht. Eigentlich hat es mit unserer Mission, der Oberboss der Schule zu werden, nicht wirklich viel zu tun. Ja genau, wir machen eine Konkurrenzbewegung quasi auf. Ist hier noch irgendwer? Kann man eigentlich rennen? Ah!
Nein, 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 das wollt... Ihr habt nichts gesehen. Das ist alles so, wie es vorher war. Ja, genau, wie heißt unser Club? Dann hat der Chat den Vorschläge, wie wir uns nennen können. Ich würde sagen, wir nennen uns die Volksfahrräder? Nee, keine Ahnung. Das sind die Skater, Leute, das ist Juste. Alter, hat uns einfach umgeschubst. So eine gemeine Person. Von dem können wir noch was nennen. Oh, der Xetroph-Club. Was ist das? Das ist Daniel. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Können wir den dissen? Da war ein Fahrrad nicht, ja. Volksfahrrad. Volksfahrräder. Allerdings auf Facebook. Nein, danke. Wir mögen seine Zeitungen nicht. Ja, übrigens, tschüss, Pasco. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Das ist gut. Das ist generell gut. Wenn irgendwas Konsequenzen hat in diesem Spiel hier. Bluk, Zetrov. Bluk, Bulk? Was? Zetrov, Bulk? Ja, irgendwie brauche ich, glaube ich, irgendwas, was man ein bisschen besser aussprechen Clever. Kann. Steht da Vortex Club Sachs. Das könnte der Name unseres neuen Clubs sein. So könnten wir uns theoretisch nennen, wer ist das? That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Ooh, ein Mobbing-Opfer. Go bullies. Hallo. Max, mir ist nicht nach Reden. Was los? Oh, die Stuffels. Oh ja. Oh. Wir können uns auch immer noch Reisegruppe hässlich nennen, aber ich glaube, das passt nicht ganz zu unserem Charakter quasi. Ja, die Stuffels von Eisdorf. Es wird passieren. Also wir sagen jetzt, ich weiß nicht, sollen wir ihm jetzt sagen, dass wir planen, Nathan quasi zu erschießen, weil wir planen so offensichtlich ja schon irgendwie was Böses. Es wird passieren. Irgendwas wird passieren. Ja, eigentlich stimmt schon. Wir sind als Eisdorf gar nicht böse. Die anderen sind böse, das ist wahr. Aber, hier sind wir ja böse, also müssen wir irgendwie... Hat jemand eine Ahnung, wie die böse Version des Eisdorfs heißt? Und bitte sagt jetzt nicht HSF. Darüber sind wir hinweg. Fotoalbum. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Wir können ihn fragen, ob er ein Foto von uns macht. Und dann sagen, nein, doch nicht. Die finden das Foto hässlich. Wer schaut das berühmte Foto? Fallender Soldat. Okay. Okay, er disst uns, das können wir definitiv nicht auf uns sitzen lassen. FSH, okay, FSH ist eine gute Idee. Wir nennen uns jetzt den FSH. Die Forschungs... Forschungsschaft. Hallo? Ne, keine Ahnung. Da fällt mir jetzt nichts Gutes ein. Können wir das überspringen? Was war jetzt die richtige Antwort? Wir sagen mal Eugen Smith. Ist wahrscheinlich auch falsch. Ich will in dieses... Oh, Forschungsscientist, das ist gut. Ich will dieses Portfolio angucken, damit ich es eventuell zerreißen kann. So. Wir sagen jetzt Robert Kappa. Wir nennen uns Verfassungsschutz. Weiß ich nicht. Ich meine, wir benutzen wahrscheinlich schon irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwelche unlauten Techniken, aber... Also können wir jetzt reingucken?
Wir haben wahrscheinlich nicht die Option, es zu zerreißen, These photos oder? Are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Gibt es irgendeinen Ort auf diesem Campus, wo Rachel's Face nicht drauf ist? Irgendwas, wo man sie nicht sieht. Es ist ja kein Wunder, dass überall die Poster hängen. Das ist ja quasi so ein Kult gewesen. Ja, stimmt, wir wollten zu den Wohnheimen. Okay, wollt mich aus dem Chat kicken? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, wenn man das so vergleicht, ist sie die einzige Moderatorin von euch, ne? Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. I can't shed is in Jojo Bun, wenn ihr wollt. Jetzt habt ihr die Erlaubnis. So. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Was ist das denn? The Prescott Dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Wir müssen definitiv Nathan loswerden. Können wir echt... Oh, wir laufen auf dem Gras. Wir sind böse. Der Nightbot ist keine Moderatorin. Der Nightbot ist... Der Nightbot. Können wir da irgendwie... Sweet. Hier ist Recycling. Glad to see our campus is eco-friendly. Das ist nicht amerikanisch, das ist nicht mein Amerika. Looking sadder than usual. Können wir sie noch trauriger machen? Hi Kate, hi Max. Sollen wir direkt sagen, dass sie traurig aussieht, oder sollen wir vorher noch fragen, wie der Unterricht war? So. Vom Prinzip her. Ich weiß halt nicht, was von beiden gemeiner ist. Ich will halt Kate wirklich fertig machen, damit sie vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwie auch anfängt, sich vielleicht selber nicht mehr zu mögen. Ich fühl mich jetzt schon schlecht, ich weiß nicht. Okay, wir ignorieren einfach, dass sie traurig ist. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Stimmt, ne, stimmt. Wir müssen mitdenken. Wir müssen mitdenken, dass wir wissen ja, was der Unterricht scheiße war und sie jetzt darauf anzusprechen ist, naja. Sie will alleine sein, das heißt, wir setzen uns. Können wir uns neben sie setzen? Oder wir gucken sie an. There's Kate, looking sadder than usual. Dieses Spiel macht es uns wirklich schwer, gemein zu sein. Was ist das? This is going to be too damn cute. Das ist eine Trashcat. Das ist die Trashcat. Bitte einmal die Trashcat in den Chat nochmal. Können wir die essen? Ich denke mal nicht. Was ist eigentlich hier? Make art, not war. Das ist ein Totem. Kommen wir da hin? Nee, ne? Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Tobanga. So können wir unseren Club auch nennen. Das ist, wer ist das? Good das old Samuel. Some people are creeped out by him. Verstehe ich nicht, warum manche Leute ihn gut finden. X-Files weird. Ja, aber wollen wir den Totem fotografieren oder wollen wir lieber die Trashcats fotografieren? Warum all diese Poster? Also generell, ich weiß nicht, was von den beiden die gemeinere Option ist. Aber ich würde definitiv fragen, warum all die Poster hier rumhängen, einfach weil ich das komisch finde. Also es weiß nur Rachel, warum überall Fotos von ihr stehen. Am Ende hat sie die alles selber aufgehängt. Stellt euch mal vor, ihr wisst nicht, also ihr wollt irgendwie Aufmerksamkeit haben und ihr seid aber noch anwesend quasi und hängt einfach überall vermissten Poster von euch selber auf, nur um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Okay, wir interessieren uns nicht für Rachel, deswegen sagen wir einfach mal bis dann. Okay, er hat gesagt, nach dem Fegen streiche ich. Also wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Aber guck mal, er fake, das heißt, können wir hier irgendwie durchlaufen? Und irgendwie noch das alles dreckig machen? Ich denke mal nicht. Hä, hey, wir können noch mit denen reden. No, hallo? Bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Ich weiß nicht, warum jeder immer denkt, dass ich ein Foto machen will. Hey, Logan Robertson, All-American Asshole. Okay, der muss in unsere Gruppe, wir müssen den aufnehmen, der muss einer von unseren Leuten werden. Das scheint ein gutes Material zu sein.
Also ich gehe mal davon aus, dass Timo das Spiel schon kennt, wenn er sowas schreibt wie, er hat schon mal alle Foto-Opportunities gesucht hier. Weißt du was? Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Football, Max. Big football. Step away. Gerade aus dem Weg, also stellen wir uns definitiv davor. Ach ja. Wir wollen alle, die sind alle irgendwie so, ich will die ignorieren, ich will gemein zu denen sein. Warum kann man nicht so gemein zu denen sein? Ja, wir spielen hier Last of Strange oder auch Life of Us. I feel like Alyssa and I should be better friends. Wieso ist sie gemein? Wie geht's dir so? Geht's dir scheiße? Sie will in den Vortex Club. Okay, also sollten wir nicht mehr mit der reden. Das ist also auf jeden Fall eine Feindheit. Okay, gut. Dann machen wir das, warum wir jetzt auf jeden Fall da sind. Und zwar mit Victoria reden. Oh, shit. There's Victoria and her mean girls. Machen sie jetzt so richtig fertig. Aber so richtig, 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 richtig. Das ist irgendwie komisch ohne Ton. Sie ist wirklich gemein. Ich freue mich schon darauf, sie unglaublich fertig zu machen. Okay, wir müssen irgendwie ins Wohnheim kommen. Aber ich finde, das Ziel sollte auf jeden Fall sein, Victoria fertig zu machen. Scheiß auf das Wohnheim, scheiß auf Warren. Was haben die alle mit ihren Fotos da eigentlich? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Könnt ihr ja unser Selfie geben? Vielleicht kann sie ja was damit anfangen. Okay, wir gucken uns die Leiter an. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Also wollen wir mit der Leiter irgendwas machen? Okay, wir können uns das ja mal angucken. Was jetzt passiert? Wirklich, hier geht's um Fotos. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel besteht nur aus Rachel und Fotos. Am Ende ist es Ziel, ein Foto von Rachel zu machen. Also ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas machen hier. Ich bin mir aber noch ein bisschen unsicher, was genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Also hängt den Eimer auf jeden Fall da oben hin. Wir können das bestimmt irgendwie manipulieren. Wir können versuchen, Rachels Leben zu versauen, wenn das noch geht. Okay, hier ist der Punkt irgendwo, wo man eine Aktion machen kann. Können wir machen. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Wir müssen irgendwas mit dem Eimer machen. Ich weiß nur wirklich nicht mehr genau, wie das funktioniert. Irgendwas war da. Hier können wir nicht einfach. Oh, hier ist offen. Interessant. Ist hier irgendwas, mit dem wir irgendwas. Ah. This main sprinkler valve looks easy enough to use. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Oder willst du uns jetzt gerade was zeigen? Also Rätsel ist nicht so meins. Auch wenn ich das Spiel schon mal gespielt habe, eigentlich wissen müsste, was passiert. Okay, das Ziel war, irgendwas zu manipulieren. Ne, es hat noch gar nicht angefangen. Können wir den Eimer manipulieren? Ja. Easy. Okay, let's see if this works. Hat auch jetzt keiner gesehen, dass wir vorher irgendwas im Eimer gemacht haben. Gucken wir uns an, was passiert. Ich bin gespannt. Nachdem sie nass ist.
I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Ich glaube, das mit dem Eimer ist tatsächlich, glaube ich, die fiesere Variante. Also, wir können ja mal gucken, was passiert. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Okay. Ja, ich muss... Close, but no cigar. Doch, mehr Zeit. They have to be right under the bucket. Also ihr seht, ich kann das Spiel richtig gut. Ich habe dafür sehr trainiert. Wir brauchen auch bestimmt nicht die kompletten 4 Stunden, bis wir die erste Episode durchgespielt haben. So, erstmal Eimer manipulieren. Okay, let's see if this works. Und dann müssen wir sie irgendwie dazu kriegen, dass sie irgendwie aufsteht. Das war schon mal die erste gemeine Tat heute, also es wird langsam. Langsam kommen wir in die richtige Richtung. So. Und jetzt kommt das Ganze mit dem Eimer. Ich bin gespannt. Jetzt sollte ich mich... Für die Szene kann ich mich auch schnell wegblenden. Das muss man in voller Größe genießen. Und hoffentlich kriegt Samuel jetzt dazu den ganzen Ärger. It worked. Don't mess with Max, bitches. Ja, jetzt ist er dabei. Jetzt sind wir drinne. Timo, keine Zeit für Mitleid. Wir müssen gemein sein, ja? Das ist... Können ja mal mit... Also oh angucken. Man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Oh, so einsam und so traurig. Hallo, Victoria. Leute, was machen wir in der Situation? Was wäre wohl die gemeine Option? Sie zu trösten oder sie zu verspotten? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was man da so am besten macht. Was sagt der Chat? Was ist die beste Option hier? Das ist natürlich, dass der Delay ein bisschen krass ist. Ja, trösten ist schon richtig, richtig fies. Also ihr seid alle für Kreis? Okay, dann machen wir das definitiv. Ne, wir sagen nichts. Keine Sorge. Keine Sorge. Wir brauchen keinen Filter. Oh, jetzt fühle ich... Okay, ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich wirklich schlecht gerade. Ich weiß, wo du wohnst. Maybe I shouldn't have done that. Richtiger, guter Comeback. Ja. Ich glaube, die Option war tatsächlich besser für unser Vorhaben. Auch wenn ich mich, wie gesagt, sehr schlecht fühle. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch schlecht. Oder ihr habt irgendwas, womit wir wieder uns ein bisschen besser fühlen. Okay, so sieht's also hier drin aus. Mal sehen, wann wir das erste Poster von Rachel sehen. Das ist die Karte. Können wir die abmachen und mitnehmen? Go, Miss Grant. Don't let Big Brother watch you. Though. I'm a loser. Ich freue mich schon, wenn das Kamerasystem installiert wird. Da könnten wir jeden beobachten. Taylor is a slave. Was zur Hölle? Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Steht da? Room 217? No way in hell am I ever going in here. Stop them Bigfoots? Von wem ist das? Dane is still a cheerleader at heart. Vor allem, wie krass dumm ist es, wenn du halt so eine Sache direkt vor die Häuser machst, so. Also direkt vor die Zimmer machst, das schreit auch quasi nach Mobbing. So. Oh, Leute, der Feueralarm. At least that's an alarm from this century. Oh, schade. Ich hab gehofft, wir können den nochmal auslösen. Ah ja, und hier ist das erste Poster von Rachel. Mitch sagt, wir sollen uns richtig, richtig hart an Warren ranmachen, damit wir sein Herz brechen können und weil ihn dann niemand anders haben kann. Ich bin eigentlich eher dagegen, einfach weil ich finde, wir sollten halt wirklich von
so von vorn her gemein sein und nicht so hinterrücks. So. Außerdem, ganz ehrlich, freue ich mich schon seit dem ersten Spiel gemein zu Warren zu sein. Could be fun. Einfach nur, weil er mir tatsächlich, well, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Thanks for the warning. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, weil ich bin ja nicht so gemein. Hier ist die Shower Area. Können wir da rein? Ach nee, ist frisch gewischt. Ist also das da drin. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Oh, Toilettenpapier. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. So, Feministenposter. Was gibt's hier noch? Can you swim to success? Ja, wir wollen ganz reich sein. Von wem ist das? Oh, Victoria, give me a fucking break. Können wir einbrechen? Und okay, nee. Können wir nicht. Schade. Das ist... How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Können wir was draufzeichnen? Haben wir schon nach 23 Uhr? Nee. Was haben wir jetzt... Hätte noch einen Penis drauf malen können, das wäre, glaube ich, besser gewesen. Das ist wieder ein Poster, wer wohnt hier? Warren Brooke. Should be all over Brooke. They're perfect for each other. Hier geht's raus. Okay, dann gehen wir mal in unser Zimmer. Sorry, wenn ich mir die ganzen Sachen so angucke. Wenn euch das stört, sagt Bescheid. Dann versuche ich nochmal ein bisschen straightforward zu spielen. Nur ich vergesse manche Kleinigkeiten einfach. My favorite cocoon. Kekse. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like... Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Die haben uns sogar eine Karte geschickt und wir haben denn nicht mehr auf Social Media Dankeschön gesagt. Stimmt, wir hatten noch SMS, die wir lesen könnten. Hallo, Mom. Hallo, Max. Da steht's, wir heißen Maxine. Ja, von der Story ist sowieso, also ist mit der Story ist eh ein bisschen schwierig, weil, naja, also die Story interessiert uns halt nicht so krass. Also ich weiß ja nicht, wie viele von euch im Chat haben das Spiel denn schon, beziehungsweise haben das Spiel noch nicht gespielt, damit ich weiß, auf wen ich da so ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Ja gut, wobei jetzt gucken, ja, vielleicht guckt das auch noch nachher jemand. Aber ich denke mal, so grob ein großer Teil weiß bereits, worum es so ein bisschen geht. Also Derek hat ja eine Nachricht geschickt. Ich hab gerade gelesen, von zu Hause fortzulaufen. Okay, also wir sollen generell ja das Leben mit der Kamera verändern. Ich bin mir nicht sicher, aber sagt unsere Mutter uns gerade, wir sollen Influencer werden? Okay, gut, also ihr habt das schon die meisten gesehen. So, ja, stimmt, wir sind ja auf einer Kunstschule. So. Wir machen jetzt das, was jeder Zweite, den ich kenne, gemacht hat, während der Quarantäne: Instrumentspiel. Vor allem, wir sind hier, um einen USB-Stick zu finden. Ich finde, das ist das, was wir auf jeden Fall machen sollten. Vor allem ist die Musik so leise. Ich spiele jetzt für immer weiter. Nee. Keine Lust mehr. Also merkt euch das, wir sind Max. Wir können mega gute Fotos machen und wir können Gitarre spielen. Das sind schon mal zwei Sachen, die ich nicht kann. Ich bin doch ein bisschen neidisch, ja. Was ist das? I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Wir sollten das definitiv nicht wieder zurückgeben. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Das war meine Schwester auch so eine Kamera. I'm analog, not digital. Können wir die Flasche runterschmeißen? If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Das ist sehr deep Max. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet.
Also ich würde sagen, wir gießen die Pflanze nicht. Generell, weil es ist einfach gemein, die Pflanze nicht zu gießen. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Hat Max eigentlich auch ein Poster von Rachel bei sich hängen? Komischerweise nicht. Also, sie ist überhaupt nicht in Mode. Sie müsste doch wissen, was abgeht. Okay, da ist bestimmt der USB-Stick. Okay, was haben wir hier noch? Wir machen mal wieder ein Selfie, weil wir es können. Ich habe das Gefühl, das ist der innere Sinn dieses Spiels. Generell an jeder Ecke ein Selfie zu machen. Also wir üben definitiv für unsere Influencer-Karriere, so viel steht schon mal fest. Dann haben wir hier... Was ist das? Warren even left me a little message with his flash drive. Ich werde sie hat auch nicht goofball. Darauf geantwortet. Okay, Warren. Dann unser Teddybär. Oh, wir können uns hinlegen. Leute, vergisst es. Scheiß auf das Ziel, was ich gesagt habe am Anfang. Wir schlafen einfach dieses Let's Play durch. Ja, genau. Sie hat ihr Rachel-Poster bereits abgehangen, Timo, weil sie schon vor allen anderen hat. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Wir chillen einfach das restliche Spiel. Okay, gut. Dann haben wir noch unsere Hi-Fi-Einlage. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? Ja, mit Chloe I'm going so to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. Wir rufen Chloe nicht an. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Oh, wir können Musik anmachen, die wir wahrscheinlich nicht hören werden. Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Ja, die ganzen Poster. Okay, gut. Dann haben wir hier noch ein Fotoalbum. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victoria. Ich will ja nichts sagen, aber Max ist schon ein bisschen sehr... Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Snobbig, was das Ganze anbelangt. Das. Looks like Dana left me a little post-it note. Sie schreiben mir alle Nachrichten und sie schreibt nie zurück. Okay, Dana hat wohl die Flash Drive genommen. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Aber vorher noch schnell die Social Media Seite checken. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Ihre Seite besteht wahrscheinlich nur aus. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Können wir ihm antworten? Ich fühle mich schlecht, weil wir Warren nie antworten. Oder wurde dem schon geantwortet? Ich schätze fast nicht. Gut, dann holen wir uns unsere Flash Drive von Dana zurück. Ein Glück wissen wir ja, wo sie wohnt. Ja, und zwar genau da. Ist auch schön, weil es kommen Leute in dein Zimmer, nehmen deine Flash Drive, schreiben den Zettel und das ist dann okay. Also, was haben die da für eine Politik? Können wir mal mit ihr reden. Ich will den Tee hören. Den ist auch schon aufgefallen, dass wir die ganze Zeit mit der Kamera rumrennen. So, hat sie jetzt gefragt, wie sie mit Nachnamen heißt, okay. Sie heißt bestimmt nicht... Sie heißt bestimmt Petzen. Das war Absicht. Das war definitiv Absicht, weil wir sie ja nicht mögen. So. Nö. Wir fragen sie jetzt aus, es ist mir jetzt egal.
Watson. So. Oh, Easter Egg. Stimmt, sie wohnt in derselben Nummer wie Sherlock und Watson. Victoria, Nathan müssen wir echt ausschalten. Das ist eine zu große Gefahr für unseren Ruf. Kann ich sie jetzt irgendwie rauslassen? Ah. Okay, wahrscheinlich muss ich nochmal zurück und die andere Option nehmen. Dieses Spiel ist wirklich... Es will uns wirklich nicht... gegeben Beweise finden. Ach so, das ist der Punkt. Ah, ja, gut. Ich sollte vielleicht besser aufpassen, bevor ich skippe. Naja, gut, das... Haben wir nochmal eine andere Option. Vielleicht soll ich nochmal zurückdrehen und wieder das Böse nehmen? Okay. Gut, also wir müssen Gegenbeweise finden. Okay, gut. Wo war jetzt ihr Zimmer? Das nicht. Das sieht nach ihrem Zimmer aus. Nein, das sieht nicht nach ihrem Zimmer aus. Warte. Juliette. Wir müssen zu Victorians Zimmer, ne? Oder können wir einfach den Feueralarm auslösen? Nein, können wir wieder nicht. Das ist nicht die Lösung für alle Probleme. Also, falls ihr das anguckt... Feueralarm auslösen macht nicht immer Sinn. Aber in Juliettes Zimmer kommen wir gar nicht. Außerdem sind wir jetzt bei Victoria. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Sie sollten das behalten und auf Social Media posten. Überall liegen Kameras. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. Wir klauen das Tablet. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Nein. Langsam habe ich das Gefühl, das Ganze hier ist eigentlich eine Werbung für Essen. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Wisst ihr, was mich immer wundert, wenn sie schnüffelt und die Person noch im Raum ist? Wieso stört das kein... Ist Victoria im Raum? Ja, generell weiß ich nicht. Also, ich denke mal, die ignorieren Max einfach alle. Und wir gucken uns ihren Laptop an. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Ach nee, nicht drucken. Damit habe ich Probleme. Ich kann nicht drucken. Wie druckt man? Eine E-Mail drucken. Das wäre jetzt keine reelle Darstellung, wie man was druckt. Definitiv nicht. Ein Flugblatt. Eine Ausstellung. Was jetzt hier noch so liegen? Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Okay, also es hat wirklich... Die haben wirklich sogar in ihrem Zimmer diese vermissten Poster liegen. Das ist wirklich langsam... Das ist wirklich in. Also Timo hatte vollkommen recht. Ja, ich kann nicht drucken. Ich habe es vorhin versucht. Es hat nicht ganz funktioniert. Es hat dann Cookie für mich gemacht. Aber, ja. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Ist die Vortex-Klappe kult? Ich würde sagen, noch nicht. Wir haben noch nicht gesehen, wie jemand von denen irgendwessen Blut getrunken hat. Das ist meiner Meinung nach, was einen Kult definiert. Deswegen würde ich mal sagen, noch nicht. So. This isn't even recycled paper. Victoria is not doing her part to save the earth. Ich würde mal sagen, Victoria kommt. This better convince Juliet that Dana is innocent. Oder wir gucken erstmal Fernsehen. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy. Dior, Givenchy,
You could pay for my tuition with that wardrobe. Oh Gott, ich dachte gerade für eine Sekunde, weil ich Max im Spiegel gesehen habe, dass wir an der Tür sind und das Victoria ist. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Gut, jetzt können wir rausgehen. Ja, abmalen, finde ich, ist einfach auch eine Sache, die geht schneller als drucken. Vor allem, wenn man einen komischen Drucker hat. Ja, wenn man 30 Handouts macht, du musst halt gucken, du musst einfach hart genug aufdrücken, sodass es durchpaust quasi. So. Hier, wir haben was für dich. Du sollst dich nicht entschuldigen. Wir sind also jetzt ein Ninja, weil wir bei anderen Leuten einbrechen und deren E-Mails ausdrucken. Ja, der Fem... Ich weiß nicht. Ich und der Fem-Drucker, wir kommen damit nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Das ist mir einfach zu groß. Aber ich hatte auch so bei meinem eigenen Drucker immer Probleme mit dem Ausdrucken. Ein Spiegel. Wir können kein Selfie machen, aber wir können uns anschauen. Wir sehen echt ein bisschen fertig aus. Das denn? I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Nee, dramatic, I guess. Das ist jetzt, kommt halt nur darauf an, was du machst, ne, mit deinem Leben. Ein Schwangerschaftstest. Guck, wir uns den einfach mal an. Ja, gut. Nee, noch nicht. Ich muss mir erst noch mal den Drucker holen. Den Drucker. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Selbst Max ist dafür, dass wir echt gemein sind. Nö. Ich guck noch kurz ihren Laptop an. Ist das nicht mein... Hallo? Ist das nicht mein Flash-Drive-Ding? Mann, das heißt, wir können gar nicht gemein zu ihr sein, kann das sein? Oder warte, bevor ich wieder was zurückspule, was gemein ist. Timo, du kennst dich aus. Müssen wir uns bei ihr entschuldigen? Können wir wenigstens die Pringles mitnehmen? Hin und bis zwei. Ansonsten spule ich jetzt wieder zurück und hoffe einfach mal, dass... Ja. Ist sie immer noch sauer? Scheinbar ist sie immer noch sauer. Hallo, Dana. Du hättest auch aus dem Fenster steigen können. Ich habe ein Gerücht über dich gehört. Gerücht ist immer gut. Ich habe gehört, dass du... Doch, wir wollen aufdringlich sein. Niemand Wichtiges. Ich habe nur deinen Schwangerschaftstest gesehen, der direkt neben mir auf dem Boden liegt. Ah, okay. Du bist schwanger. Wir müssen wieder zurückspulen, das funktioniert so nicht. Danke für den Hinweis, Timo. Oho. Doch, wir fragen noch schnell, was ist, und dann spulen wir zurück. Wir wissen ja, wir behalten ja im Kopf, was wir gemacht haben. Sie hat gesagt, sie mag uns, wir haben einen Fehler gemacht. Das ist definitiv ein Fehler. Und wieder zurück. Ich habe halt Angst, wenn ich loote, dass es irgendwie... Ich hatte Angst, dass es irgendwie so eine automatische Option kommt, die mich aus dem Raum schmeißt, quasi.
There's that damn flash drive. Okay, wir nehmen's mit. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Cringe. Sorry. Das war komisch. Aber wir können USB-Stick reinstecken. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Max. Können wir jetzt noch ihren PC benutzen? Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Abonnenten, Freunde, das ist nicht. Ding. So, wir können den Brief noch lesen, bestimmt. This is both sad and pathetic. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Ich würde sagen, wir schreiben ihm im Namen von Dana und dann ja, nehmen wir das Geld. Können wir einfach Schublade aufmachen? It would be a cool sticker without the words. Achso, ich dachte, wir machen. Okay, gut, jetzt schauen wir uns nochmal einen Schwangerschaftstest an und dann hauen wir hier ab. Können wir den mitnehmen? Weil wir sind jetzt gerade irgendwie auf das Bett geworbt. Sind sie nicht gerade noch neben mir? Nice, Max. Okay. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ich freue mich schon drauf. But I could rewind and make it up to her. Oder einfach nicht. Max kann doch weniger Zeit. Ja, Max voll Max. Das ist Max. Also was war das Ziel? Ich musste mich mit Warren auf dem Parkplatz treffen. Wir sollten aber nicht vergessen, unsere Drogen mitzunehmen, damit das auch funktioniert. So. Leider können wir nicht rennen. Oh doch, wir können rennen. Okay, vergesst es. Oh, wir haben eine Nachricht. Ich warte gerne ewig hier draußen. Liebe den Parkplatz. Ich kann Auto... Ja, okay, dann warte halt noch länger draußen. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt erstmal noch einen Film. Vor allem, sie hat eben schon wieder geantwortet. Irgendwas stimmt mit Max nicht. Gut. Kennen wir alle schon? Damn. Okay. I better rewind. Oder auch nicht? Oh, wir haben eine Nachricht. Oh, Rachel Victoria will mit uns befreundet sein. Ja, Max kann gut rennen, besser rennen als ich. Von wo hat Victoria unsere Nummer hier erstmal auf dem Gras laufen? Wisst ihr, ob es noch eine gemeine Option gibt mit dem Rewind? Ich glaube nicht, ne? Können wir sie noch ausflachen? Ouch, poor Alyssa. That'll leave a bruise. Oh, ich glaube nicht. Okay, gut. Dann auf zu unserem letzten Pfosten. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Voll schwarz. Auf zu Warren, um ihn fertig zu machen. So, ohne Ton ist es so. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, Leute, machen wir ein Foto oder greifen wir ein? Und ja, das Spiel will schon meistens, dass Max nett ist, ne? Aber das wollen wir halt nicht. Wir spielen quasi gegen das Spiel. Das ist so ein bisschen wie, als würde man gegen Gott gehen oder sowas. Was auch nicht so. Also so quasi den Erschaffer des Universums in dem Sinne. So. Sollen wir ein Foto machen oder sollen wir eingreifen? Shaco sagt Foto. Timo sagt auch Foto. Okay, dann machen wir wohl ein Foto. Vielleicht kriegen wir auch nachher noch ein Autogramm von den beiden. Für unsere Sammlung. Okay, sagt alles so. Oh, hi Celine. Alle ein Foto. Bitte, Kate, immer doch.
Ja, sorry, dass die Stimmen nicht da sind. Also, man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. Nein, alles gut. I could rewind and try something different. Oder einfach nicht, Max. Wir lassen es einfach. Ja, ihr müsst euch einfach vorstellen, dass... Also ihr müsst einfach sehr schnell lesen können für dieses Spiel. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Ich versuche das jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen zu synchronisieren. Aber ich bin da ein bisschen schlecht drin. Deswegen, ja. Klappt das vielleicht nicht ganz so gut. So, mal gucken. Da war das Eichhörnchen. Das habt ihr nicht gesehen, weil ich im Weg war. Ach ja. Ich glaube, es passt übrigens gerade, weil ich meine Kamera eingeblendet habe. Wenn ich sie ausblenden soll oder so, sagt Bescheid. Man, I should have done something. That guy was an asshole. Nee, Max, du solltest nichts. Diese Gewissensbisse bringen dir nichts. Das macht's nur schlimmer. There's no way I can walk to the town from here. Wir können es versuchen. Besides, I need to see Warren. Wir müssen Warren nicht treffen. How could Zach and Victoria do that to me? Können wir sie ärgern? Hi, Juliet, wie geht's dir? Oh, hi, Max. Entschuldigung, ich bin noch voll durch den Wind. Also gut, wir entschuldigen uns nicht. Wir lassen sie einfach in Ruhe, würde ich fast behaupten. So, von dem Sinne her. Ich glaube, das ist gemeiner. Dann lasse ich dich in Ruhe. Ich muss zu Warren, bevor er schmilzt, Bitch. Ja, ich bin sicher. Später feiern wir alle mit Zach und Victoria und dem Vortex Club. Das ist, die beiden sind nicht Teil des Vortex Clubs. Bis dann, Max. Tschüssi. Ich muss dir vielleicht noch irgendwie Stimmen ausdenken oder so. Was ist das? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Warte, vielleicht muss ich auf die andere Seite, um das lesen zu können. Was steht da? Kann das irgendwer von euch lesen? Ich sehe es nicht. Ich keine Ahnung, was das sein soll. Ich bin vielleicht einfach nur blind oder schlecht in Graffiti. Ich bin leider kein Kunstexperte. Vor allem, ich finde schön, wie der USB-Stick die ganze Zeit oben in der Ecke ist. So, als ob wir nur den USB-Stick mit uns rumtragen würden. Ja, so gut. Tart, man. Ist das nicht so Potato Tarts? Ist es nicht Essen? Wollen die einfach nur diese Kartoffeldinger haben? So scheiß ernst. Somebody is seriously devoted to putting up these posters. Ja, ganz ehrlich. Das ist so. Finde mal einen Ort in diesem Spiel, an dem diese Toaster, die Poster nicht sind. Können wir einbrechen und das Auto klauen? Now this really pisses me off. So entitled. Ich bin mir fast sicher, das ist unser Auto. My truck needs these two spots more than you do. Bastard. Ich meine, der packt jetzt. Oh, ein Hund. Guten Tag. That dog looks peaceful asleep, but if I get too close, Cujo. What the fuck? Ja. Oh, Wohnwagen. Was steht da? Zeichnen. Oh ja, Leute, lasst den Wohnwagen beschmieren. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. Ja, ein Aggressionsproblem. Wer hat ein Aggressionsproblem? Ach, das ist gut. Ja, Max hat sowieso keins. Oh, es hat sogar Config. Oh, wir können ein Foto machen. I could use this picture for a series on Arcadia Bay. Ich dachte, irgendwie Spanisch oder so. Vor allem, sie kann auch nur diesen einen Smiley machen. Mehr als diesen einen Smiley geht nicht. Brennpunkt. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, worum es sich bei dieser Schule handelt. Ernsthaft. Ernsthaft. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Ich will gerade sagen, wenn die so weitermachen, wird sich keiner mehr dafür interessieren, dass Rachel gegangen ist. Wenn sie sehen würden, denken sie sich einfach nur, bitte, geh einfach. Ich habe dein Gesicht schon zu oft gesehen. Okay, nee, dann gehen wir. Wir gehen. Okay, Warren, was... Oh, da ist auch noch ein Vermissten-Poster. Bräuchte ich eine Strichliste? Können die mal angucken. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Ich glaube nicht, dass Emma vermisst wird. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, sie hat die Poster alle selber aufgehangen.
Okay. Sieh dir meine neue Karre an, ey. Cool. Sehr. Achso, das ist Max. Sehr oldschool. 1978, um genau zu sein. Es gibt einen Uber, nur 100 Kilometer entfernt. Du lebst in der falschen Zeit, Warren. Ich aber auch. Alles gut. Die sind viel zu schnell. Es war ein beschissener, merkwürdiger Tag. Ich habe gesehen, wie Victoria ein Bild auf Facebook gelassen hat. Mega fiese Aktion, sag ich dir. Hm. Ja, stimmt, ne? So Corona-technisch ist das schon... Sollte man das so machen? Oh, vielleicht soll ich mich noch ein bisschen weiter nach oben? Weil ihr könnt es jetzt lesen, ne? Ja. Ich möchte nicht drüber reden. Ist das gemeiner oder ist es kein Problem? Eigentlich ist es kein Problem so, ach, mach dir nichts draus. Und ich möchte drüber reden, ist so... Ich bist keine Vertrauensperson von mir. Ich vertraue dir nicht mit meinen Problemen. Das ist aber auch so. Hm. Dann zeigen wir halt Schwäche, ne? Ist als Mafia-Boss... Also, Chaco sagt, Kreis, oh, oh, okay, gut. Wir reden nicht drüber. Wow, du bist heute so sensibel. Fordere dein Glück nicht heraus, Warren. Ich bin nicht in der Stimmung, mit dir zu reden. Bist du dazu gekommen, dir meine Filme auf dem USB-Stick anzugucken? Nein, ich war beschäftigt. Nein, ich war zu beschäftigt mit Unterricht und dem Leben. Mann, Max... Du hattest das Teil ein Jahr oder so. Oder eine Woche. Ich habe die Titel überflogen. Heul nicht. Haha, guck auf jeden Fall Karneval Holocaust. Okay, was ist jetzt besser zu sagen, dass wir es gesehen haben oder dass der Film gar nicht geht? Generell, so gesehen ist so im Sinne von, ne, ich habe es gesehen, aber so geil fand ich es jetzt auch nicht. Und geht mal gar nicht, ist so im Sinne von, ich hasse deinen Lieblingsfilm. Jetzt bin ich verwirrt. Achso, ich muss euch immer auch genau das Gegenteil sagen von dem, was Emil sagt, weil der trollt. Das sehe ich von hier aus. Gut, dann gucke ich ganz sicher nicht. Ich bin schon genug traumatisiert. Ich habe mich totgelacht. Du bist also sensibel, wie? Aua, das klingt furchtbar, wenn du das so sagst. Gar nicht. Ja, stimmt, ist auch wieder recht. Also, wenn jemand, das ist es auch immer, wenn jemand dir ein Meme schickt und, wenn du jemand ein Meme schickst und du freust dich so, wow, guck mal, wie cool, und du schreibst so, hab ich schon gesehen. Oder wenn du jemandem eine neue Information gibst und er so, kenne ich schon, ist immer so, oh, okay, ja gut, schön für dich. Hast du recht. Ja, wir dürfen ihn nicht bestärken, also sagen wir gar nicht. Oder, ich weiß nicht, was das für eine Dreiecks-Ding ist, aber das ist wieder typisch Max, ich rede in Zitaten von anderen Menschen. Also ich würde jetzt fast zum Kreis tendieren, zu gar nicht. Das ist halt, wie gesagt, deswegen frage ich euch auch, weil ich selber so, ich habe keine Ahnung. Ja, das Dreieckling ist schon irgendwie so, das ist wie ein bisschen so ein Insider. Es gibt auch wieder so das Gefühl so, wir sind auf einer Linie, wir sprechen mit Insidern. Stimmt schon, Chaco, das klingt sehr, sehr positiv. Also was heißt sehr positiv? Zu positiv. Gut, dann wenn ihr nichts dagegen habt, dann werde ich sagen, gar nicht. Ganz und gar nicht, sensibel ist gut, außer du bist ein halbes Hemd. Du hast Geschmack und einen schnellen Verstand. Danke, Max. Dem richtigen Mädchen würde es auch auffallen. Ach, ich weiß nicht, wer von den beiden immer redet. Wir sollten in meinem Auto einen Kinofilm gucken. Du wirkst abgelenkt. Tja, ich weiß nicht. Es sind so ein bisschen die vielleicht liegt es an den Postern, vielleicht liegt es... Eigentlich sieht man das im Hintergrund? Ich will nicht darüber reden. Also wir wollen wieder nicht darüber reden. Ich will nicht darüber reden. Heute ist ein verrückter Tag für mich. Ich glaube echt, ich werde verrückt. Ich bin vielleicht nervig, aber auch ein guter Zuhörer. Mal im Ernst, Warren. Das hier ist zwischen uns. Es geht kein sonst was an. Beleidige mich nicht, Max. Erzähl weiter. Ich hatte ein total bizarres Erlebnis mit Jefferson Stunde heute. Lebensverändert, sag ich dir. Ich habe endlich begriffen, was das goldene Dreieck ist. Max Caulfield, richtig? Du bist eins der Groupies von Jefferson.
Ich bin eine seiner Schülerinnen. Was auch immer. Ich weiß, du machst gerne Fotos, besonders wenn du dich auf der Toilette versteckst. Alter, stalkt er uns? Du erzählst mir jetzt, was du gesehen hast, sofort. Okay. Sollen wir ihm nichts erzählen oder sollen wir sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst? Ja, das ist auch so. Sie sagt, das ist mit diesen Entscheidungen so, du willst nicht drüber reden, aber du redest trotzdem drüber. Aber das kennen wir ja wahrscheinlich alle so. Von wegen, eigentlich will ich nicht drüber reden, aber eigentlich will ich dir schon erzählen, was ich denke. Ah, Schako, was ist A für eine Entscheidung? Ja, Fake Choices ist es. Da können wir doch mal am Ende drüber reden. Nicht A. Was ist denn A? B. Ich hab das nicht. Okay, also A ist gleich X. Aber X haben wir auch nicht. Viereck. Also Schako sagt Viereck, wovon sprichst du? Und Emi sagt B. Also Misch sagt auch nichts. Und Timo sagt Dreieck? Okay, also wir sagen nichts. Also die Mehrheit ist für nichts, wenn ich das jetzt gerade so aus dem Chat lese. Falls nicht, ich entschuldige mich nicht, denn heute sind wir ja immer böse. Nichts außer einem Schmetterling. Du laberst Scheiße. Ich würde dich mehr respektieren, wenn du die Wahrheit sagen würdest. Ich bin nicht auf dein... Achso, ja. Die sind viel zu schnell. Du hast keinen Plan, wer ich bin oder was ich tun kann. Und du hast keine Ahnung, wer ich bin und was ich tun kann. Ich kann die Zeit zurückdrehen. Analysier mich nicht. Dafür bezahle ich Leute. Achso, der ist also beim Psychologen. So, ich meinte Viereck. Entschuldigung. Geometrie war nie meine Stärke. B ist gleich Oktagon. Okay. Okay, also ich könnte die Polizei rufen. In dem Fall heutzutage ist so... Ja, schlag ihn würde ich auch, aber es ist leider keine Option. Also, wenn man jetzt sagt, ich könnte die Polizei rufen, ist es... Also in dem jetzigen Jahr schon definitiv ein größerer Bitch-Move als wahrscheinlich damals. Deswegen würde ich sagen, ja, wir rufen definitiv die Polizei. Also wir könnten die Polizei rufen. Ich könnte die Polizei rufen. Tu's. Alles hier gehört den Prescott. Bleib bloß weg, Mann. Oh ja. Das ist also jetzt... Niemand sagt mir, was ich tun soll. Nicht meine Eltern, nicht der Direktor und nicht du. Hör auf damit. Ah. Ja, die schlagen sich alle gegenseitig. Warren! Los, los, ich mag das. Ohne Ton ist das halt. Es passiert so viel, aber wir hören es halt einfach nicht. Ohne Ton ist die Szene so witzig, es tut mir leid. Es ist halt. Passiert so viel auf einmal. Ja, die dürfen sich irgendwie schlagen. Ich find's auch unfair. Und Chloe hat ihn zum Glück nicht überfallen, weil wir brauchen noch seine Waffe. Das ist, da müssen wir noch hinterherkommen. Tu wenigstens so, als wärst du froh, mich zu sehen. Ich bin echt voll froh, dich zu sehen, Chloe. Richtig froh. Oh, und danke, Chloe. Es ergibt Sinn, dass ich dich heute sehe. Komischer Tag, wie? Was wollte der Spinner denn von dir? Ja, so wäre das Spiel, so wäre das Spiel sehr schnell durch. Ja, generell, also ich finde, es ist wichtig, dass wir Warren da gelassen haben, wie er verprügelt wurde. Das ist, finde ich, ein guter Charakterzug von Max. Das ist gut auch, dass wir da keine Entscheidungsgewalt drüber hatten. Okay. Wollen wir Chloe anlügen? Also Schako sagt hoffentlich nichts. Ach gut, das ist jetzt, also Schako sagt Viereck. Es ist ein Viereck. Hat der Rest noch irgendwelche Meinungen zum Thema? Ich bin nämlich auch ein bisschen... Das ist, ich weiß nicht. Ansonsten sage ich jetzt, nehmen wir einfach Viereck. Okay, das ist ein bisschen... Okay, können wir zurückspulen? Wir können nicht zurückspulen, verdammt. Schako, du hast uns die nette Version gegeben. Ah! Ich dachte, hier wäre es ruhig. Es ist so komisch, zurück zu sein. War Seattle ätzend, oder was? Nee, Seattle ist allgemein, wissen wir alle momentan auch, da ist es sehr ruhig, da passiert gar nichts. Nein. Was hatte sie gesagt? Ich schätze mal, nein.
wie jetzt Emi hat keine Ahnung von dem Spiel. Ich dachte, ihr habt alle Ahnung von dem Spiel. Okay, sagen wir nein oder sagen... Ich sorry, dass ich euch so oft frage. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht aufgepasst, was die Frage ist, wenn ich ehrlich bin. Ich würde fast sagen nein, weil es nach einer definitiveren Antwort aufkommt. Aber es kommt halt auch jetzt einfach komplett auf die Frage an, die ich nicht mitbekommen habe. Leider können wir auch nicht zurückspulen. Deswegen, hat jemand von euch aufgepasst? Oder kann jemand nochmal im Stream zurückschalten, was die Frage war? Wobei, ich sehe es gerade YouTube, ich habe YouTube nebenbei noch laufen ohne Ton. Nö. Okay. Ist eigentlich voll praktisch. Gut, dann sagen wir nein. Nein, die Stadt fühlt sich eher sehr künstlerisch an. Groß und hell, super zum Fotografieren. Ja, muss schwer sein, in ein Kaff wie Acadia zurückzukommen. Wegen Blackwell. Nur für Mark Jefferson. Also wir sind definitiv nur... Wir sind die größten Mark Jefferson-Fangirls, müsst ihr wissen. Wir vergöttern die Typen, deswegen würde ich sagen, wir sind nur für Mark Jefferson zurückgekommen. Er war ein ziemlich berühmter Fotograf in den 90er Jahren und jetzt ist er ein Schullehrer. Abstieg. Wir können einiges von ihm lernen. Nein, du warst zufrieden damit, 5 Jahre lang nicht anzurufen oder zu schreiben. Ich wollte es. Mach mal halblang. Ich würde sagen, wir fangen definitiv eine Diskussion an und sagen, mach mal halblang, du hast mir auch nicht geschrieben. Definitiv. Mach mal halblang, ich habe Veränderungen durchgemacht. Wie du. Ich schätze, eine dieser Veränderungen war es, mich zu vergessen. Oh, burn. Das ist nicht wahr, Chloe. Schwachsinn, du dachtest, du tust was, ist aber nicht passiert. Du bist gnadenlos. Selbst Chloe denkt, wir sind scheiße. Ich hätte bestimmt angerufen. Irgendwann hätte ich ganz sicher angerufen. Ich antworte nämlich immer jedem. Das wissen wir mittlerweile. Max ist sehr gut daran, Menschen auf Nachrichten und alles andere zu antworten. Das ist ihre große Stärke. Ach ja. Und jetzt schweigen wir vor uns hin. Also ich bin fast der Meinung, Max wüsste 90% der Zeit nicht, was sie tun sollte, wenn sie keine Kamera dabei hatte. Das ist so ihr Ausweg. So. Manche Leute haben ihr Handy dabei, Max hat ihre Kamera dabei. Ich brauche Präzisionswerkzeug. Nerd Alarm, mein Stiefvater, hat die Garage voll mit Werkzeug und er hat ein winziges Werkzeug. Willkommen daheim, Max. Ja, Chloe hat wirklich nichts zu melden. Also, wirklich nichts. Vor allem, dass die Sache jetzt so eskaliert ist, wir wollten nur mal ganz kurz auf den Parkplatz. Ja, Chloe ist definitiv also eine der großen Herausforderungen jetzt in dieser Geschichte für uns. Komm schon, sei nicht schüchtern. Dein Haus sieht immer noch gut aus. Wie soll es denn sonst aussehen? Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wären jetzt so 100 Jahre oder so vergangen und da wäre jetzt überall Efeu oder so. So, dein Haus sieht immer noch gut aus. Oder vielleicht hat Max irgendwie was mit dem Haus gemacht, vielleicht hat es mit Eier beworfen und wir wissen nichts davon. Das kann natürlich auch sein. Okay, wer wird mir dass hier auch irgendwo einen Poster von Rachel hängt? Bestimmt. Diese große amerikanische Flagge. Okay, was haben wir hier? Das ist definitiv ein Kunstwerk. Und ja, der Vogel ist echt überall, ne? We made her dad keep track of her height. Chloe ist so patriotisch. Erstmal durchsuchen. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. So, du bist mit jemand anderem im Zimmer und machst erstmal die Schublade auf. Das ist schwierig. Ist da noch den Schrank? Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. And it reeks like dirty laundry. Gross.
Als ob sitzt Chloe jetzt nur da und lässt uns alles durchsuchen in ihrem Zimmer. Ja, stimmt, die Flagge hängt falsch rum. Ups. Bitteschön, das war Absicht. Seht ihr, deswegen ist es gut, dass wir alles durchsuchen, weil dann passiert sowas. Und dann, ja. This postcard is from Rachel Amber. Ach, hat sie vielleicht zufälligerweise auch noch ihren Vermisstzettel mitgeschickt. Chloe ist offensichtlich relativ anarchistisch. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Vielleicht ist sie auch beides. Können wir mal, die Schublade durchsuchen. Vielleicht finden wir Drogen oder so. We had such a blast drawing these together. Power Girls. Wer hat das nicht gemacht? Wer hat sowas früher nicht gemalt? Was haben wir hier unten? Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. Das will ich mir jetzt angucken. Student, when she cared. Sieht man da genau, was das für Noten sind? Also auf jeden Fall, in Physik hat sie schon mal keine so gute Note. Nein, Physical Education. Also Sport. Da ist sie schlecht. Genauso wie in Life Skills. Sie haben ein Fach, das heißt Life Skills. Was lernt man da? Recycling? Aber ich hätte gerne so ein Fach. Ich wüsste gerne, wie man Drucker bedient. Personal Health. Okay. Also anscheinend ging es ihr einfach auch so nicht gut. Ist es, wenn man bei Personal Health, bei dem Fach, ist es so, dass wenn man theoretisch irgendwie, jetzt sagen wir mal, so einen Schnupfen hat oder irgendeine andere Krankheit, dass man dann automatisch durchfällt? Vor allem ist es auch cool, dass hinten dran steht, welcher Lehrer das war. Mathe ist noch ein D+, ist es noch mit ihr das bestes Fach, neben Intro Art. Da lernt man wohl, wie man Intros malt. Das wäre auch gut zu wissen. Und was gibt's dann noch? Practice Practice social stuff. Was? Es hat bestimmt einen ganz anderen Namen, aber ja. Tschüss, Mish. Schön, dass du da warst. Und generell schöne Fächer, die haben. Hätte ich auch gerne. Achso, ja. Es ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass Chloe, also ich meine, vielleicht finden wir auch Drogen für uns selber, die wir verkaufen können, um Geld zu kriegen, damit wir uns das ganze Kamera-Equipment leisten können. Hier liegt Papier rum. Damn, ist auch. Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Was ist das? Auto Repair Shop. I wonder what Chloe keeps in here. Ich weiß nicht, was sie da drinne haben könnte. Eventuell Bilder? Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Look at that. Aww. Chloe and her dad were so close. Oh Mann. Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Oh, die Katze hat so keine Lust. Sie sieht ein bisschen tot aus. Aber es ist trotzdem ein sehr süßes Bild. Oh, jetzt fühle ich mich wirklich schlecht. Da haben wir normale Poster. So what? Okay, das sieht von Pink. Oh, wir schalten das Ding ein. Ah, schön. Jetzt haben wir auch endlich mal Musik im Hintergrund. Oder vielleicht auch nicht. So, das haben wir schon durchsucht. Den Fernseher. Können wir den Fernseher anmachen? Nee. Hi-Fi-Anlage ansehen. Houston, we have the power. But we need Achso, unser Ziel ist es, Musik zu spielen. Okay. Kann man den Laptop benutzen? She looks super happy. She looks super sad. She looks super happy. Oh, sie sieht sehr traurig aus. Das ist die Duality. She looks super stoned. Das sind die drei Gesichter von Chloe. Glücklich, traurig, bekifft. Schön. Okay, jetzt haben wir noch ihren Schreibtisch. Okay, ja, Leute. Wer auch immer gegen mich gewettet hat, ich habe gesagt, hier liegen vermissten Anzeigen, die sind da, definitiv. I think this junk swallowed her desks. Ach ja, wenn man den Schreibtisch mal einen Tag lang nicht aufräumt, das sieht immer gleich so aus. Kennt ihr das auch? Das ist bestimmt im Mülleimer. So, stell dir vor, du hast eine Freundin zu Besuch und durchsucht deinen Müll. 1A. She does love trouble. Okay. Was ist das alles? Traffic Ticket, Parking Infraction.
Yellow Lines Box. Ach, sie war diejenige, die bei im Behindertenbereich geparkt hat. Ja. Ich vergesse, dass es immer noch diese Lesenoption gibt. Warte mal, kann man das auch machen? Bei den Noten? Kann ich dann, weiß ich dann nicht, was Social Stuff bedeutet? Damn. Chloe was kicked out of Blackwell 2 years ago. She used to be a great Apps student. Heißt Absent. Ich habe irgendwie gedacht, das sind die Apps so. Sporttechnisch, dass sie da irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel mitgedacht, tut mir leid. Gut, wo hat sie denn jetzt ihre CDs? Wow. Das letzte, was wir durchsuchen, da sind die CDs drin. Und natürlich ein Bild von Rachel. So, kennt ihr das, wenn ihr wirklich Aufmerksamkeit wollt und überall in der kompletten Stadt euer Poster, euer Bild verteilt? Tut mir leid, ich wollte nicht schnüffeln. Sie war offensichtlich eine gute Freundin. Ich wollte nicht schnüffeln, deswegen habe ich alle Kartons hier durchgesucht. Sorry. My bad. Eine tolle Schülerin. Fail, fail, fail. Hey, ja, sie war auch voll toll. Sie hat 80 Apps. Wer ist sie? Wollen wir mal fragen, wer das ist, weil wir gar keine Ahnung haben, wer Rachel sein könnte. Weil wir haben ihr Bild vorher noch nie gesehen. Wer ist sie? Oder möchtest du nicht über sie reden? Rachel Amber, sie war mein Engel. Nach Papas Tod und deinem Umzug war ich verlassen. Rachel hat mich gerettet. Miss, ich hatte ja voll keine Ahnung. Du hast dir nie die Mühe gemacht, es herauszufinden. Ich war 14 und wir beste Freunde. Rachel hat mich also ersetzt. Okay, also wir versuchen jetzt hier definitiv, eine Konversation, also eine Diskussion heraufzubeschwören. Also Rachel hat mich ersetzt. Ich bin froh, dass sie für dich da war. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Du hast es lustig gefunden, wie unterschiedlich wir waren. Sie wollte ein Star werden und ich Hartz-IV-Empfängerin. Oh Gott, es tut mir leid. Ich bin so gemein, ich sollte nicht so gemein sein. Okay, was sagen wir? Ich verstehe, warum. Was ist passiert? Und deine Mutter? Ach, wir fragen mal nach ihrer Mutter. Es ist immer gut, wenn man nach deiner Mutter fragt. Wie geht's eigentlich deiner Mutter? Was ist mit deiner Mutter? Was hat Joyce dazu gesagt? Sie konnte es kaum erwarten, wieder zu heiraten. Stiefdödel ist auch ein Grund, warum ich weg will. Ich verstehe dich. Wann ist Rachel tatsächlich verschwunden? Ist sie überhaupt verschwunden? Ist das alles nur ein Hoax? Vor 6 Monaten, sie verließ Acadia Bay, einfach ohne Worte. Ohne mich. Also sollen wir jetzt auch wieder, weil Chaco gerade meint, deine Mutter ist immer richtig, um böse zu sein, wollen wir dann einfach mal nach ihren Eltern fragen oder wollen wir hinterfragen, woher sie dieses Wissen hat? Ob ihr zu zeigen, wie du weißt, was über Rachel. Kann es sein, dass ihr befreundet gewesen seid oder sowas in der Art? Es ist immer schwierig herauszufinden, was wirklich die gemeinste Option von allem ist. Deswegen immer das Richtige, um böse zu sein, ja, ja. Okay, vielleicht frage ich einfach jetzt nach ihren Eltern. Viereck? Chaco sagt Viereck? Okay, dann machen wir wohl doch Viereck. Wenn du das sagst. Woher weißt du, dass sie verschwunden ist? Vielleicht wollte sie ein ganz neues Leben beginnen ohne dich. Vielleicht hat sie dich gehasst. Im Gegensatz zu dir hätte sie es mir gesagt, okay, etwas ist mit ihr passiert. Ich glaube dir, ich versuche bloß Schlüsse zu finden über dieses Mädchen, dessen Bild überall in der Stadt hängt. Bevor sie verschwand, meinte Rachel, irgendwas war und seitdem hast du nichts mehr von ihr gehört? Wie jeder in meinem Leben, Papa, du und Rachel fort. Kannst du jetzt die Musik anmachen? Boah, da ist aber jemand genervt. Warum lässt sie uns überhaupt noch in ihrer Wohnung, wenn sie uns so scheiße findet? So. Ah ja, genau. Wo war die Anlage? Hier war die Anlage. Ja, nee, Chloe ist schon okay. Ich würde sagen, das ist gar nicht mal so schlimm. Also, ja. Ich fände es auch schlimm, wenn alle gehen würden und überall das Bild von der einen hängen würde. Definitiv.
sie will jetzt alleine kämpfen. Das heißt, wir sollten uns neben ihr neben sie legen und mitmachen, ne? Okay, das heißt, sie hat uns jetzt offiziell die Erlaubnis gegeben, ihre komplette Wohnung zu durchsuchen. Ihr komplettes Haus zu durchsuchen. Also wenn uns jemand fragt, Chloe hat das gesagt. Wobei Rachel wahrscheinlich auch durchgehen würde. Scheint ja wirklich so ein bisschen... Kann man es nicht da machen? Ansehen. Wow, dark. I cannot see. Übrigens, dark. So fühlt es sich an, wenn man in der Vermissen Wasserschaden war. Das Licht ist aus. Wow, dark. I cannot see anything. Dann sollten wir das Licht anmachen. Das geht aber nicht. Ein Foto. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Können wir da rein oder ist es da auch dunkel? Oh, Elternschlafzimmer. Das ist immer schön, wenn man Freunde zu Besuch hat und die... This must be Chloe's parents' room. I am cozy today. Habt ihr das gesehen? Alter, der Vogel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine schöne Aussicht. Ich wüsste nichts. Nichts, was das hier irgendwie schöner machen sollte. Poor thing. I bet I could do something. Nicht öffnen. Ach, du meinst, weil noch mehr Vögel da ranfliegen könnten? Warte mal, dann schließen wir es wieder. Act, React or Die, a 21st Century Survival Guide. Dog tags, sweet. David Mattson. Können wir die mitnehmen? Es ist ja leider nicht Open World. Das ist aber gut so, weil wenn ich ein Open World Spiel spielen würde, glaubt mir, wir würden niemals fertig werden. Oh my. Niemals. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Chloe's neuer Vater ist also ein Security Guard. Ich kenne auch einen Security Guard. Ach, das hat nichts miteinander zu tun. Bestimmt nicht. Okay, was ist das? Scheidungspapiere? The prices are late on their bills. Ja, es tut mir leid, Timo. Ich weiß, die Tiere können nichts dafür, aber wir sind halt einfach gemein und es gibt nichts Gemeineres, als gemein zu Tieren zu sein. Es tut mir auch im Herzen weh. Ich habe nicht gelacht oder so, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich war voll schockiert. Ja. Also generell in dem Spiel geht es darum, die Schubladen anderer Menschen zu durchsuchen. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Nee, der ist bestimmt auch nicht gemein. Achso, nee, wir mögen den neuen ja nicht. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Ach ja, können wir den Schrank auch noch durchsuchen? Nee. Okay, dann sollten wir vielleicht langsam mal das Werkzeug zusammensuchen. Wir spielen ja schon fast 2 Stunden lang und bisher haben wir ganz viele Sachen durchsucht. Und wir gucken uns noch mehr Sachen an. These books have not been touched since the last decade. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Okay, naja, dann... Oh, da ist ein Fenster. Ah, das sollten wir nicht öffnen. Wobei, theoretisch, wenn wir die Fenster in dem Haus öffnen, ohne dass die Leute es wissen, könnten Einbrecher reinkommen. Das wäre wiederum gemein. Die Musik ist echt schön. Was ist das? Final Notice. Ist das aufgehört? Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Ah ja, ein Einbrecher. Aber nur einer. Oh, uns hat jemand geschrieben. Ja, gut. Aber dafür müssen wir vorher noch irgendwie was machen. Tut mir leid, Kate. Das war echt uncool, Max. Du hättest mir helfen können. Tut mir leid, ich bin einfach nur böse. Aber ich find's gemein, dass sie geantwortet hat. Wir hätten nicht antworten sollen. So. Anrufbeantworter. I haven't seen this place in 5 years. Hey. Seems like forever. I saw you near that garbage dump. Now I've ordered. Told you.
I love that they have the same old answering machine. Ich finde die auch toll. And there's a message. Ja, irgendwas mit Chloe auf dem Schrottplatz. Ja, es tut mir leid, dass wir gemein zu Kate sein müssen. I guess they're aging these books. Das Einzige, was du kannst dir keine Vase angucken, du kannst dir aber Bücher angucken. Das geht. Aber bevor wir in die Garage gehen, ein Sofa. Können wir uns hinsetzen und im Fernsehen gucken? Generell ist es ein sehr chilliges Spiel. Come on, open it, chicken. Hold on, and I'm not chicken. Prove it. You drink first, Max. No way. It was your idea, Chloe. Jetzt haben wir Ton. Whatever. Give me that bottle. Well? Tasty. Very tasty. Here, I want a sip. Sorry, this is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh shit, the carpet. There's wine all over. What do we do now? My parents are coming. Cover it up. Das ist wie so Flashbacks. Wo du keine Ahnung hast, worum es jetzt gerade geht. So, können wir aufstehen? Sehr schön. So, also merken uns, die Gedanken gehen. Ja, naja. Sagen wir mal so, wir können uns ja alle sagen, wir können ja sagen, wir haben das schon mal gut durchgespielt, das ist jetzt eine alternative Timeline. Ich meine, im Endeffekt, am Ende wird das einen Unterschied machen, das sehen wir dann natürlich ganz am Schluss. Ich weiß es noch nicht. Ja, sie hat vielleicht doch zu viel, also sie war wahrscheinlich zu lange mit Chloe in dem einen Zimmer und halluziniert jetzt. Das dürfte der Grund sein, denke ich mal. Magazine. Yum, that looks tasty. Ich habe echt gerade Hunger. I do miss Joyce's cooking. Ich vermisse auch Essen, das andere Leute gekocht haben und nicht ich selber. Oh, ein Glas. Mit klein, können wir das Geld klauen? I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Ich wollte gerade sagen, so, oh, ich würde auch voll gerne nach Paris gehen, ich hätte auch gerne so viel Geld. Und dann muss man sich die ganzen Rechnungen angucken, die Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Erdnussbutter, Kuchen, Ölbananen. Was sind denn Ölbananen? Kennt jemand von euch Ölbananen? Und wenn ja, wie schmecken die? Richtig gute Qualität. Das ist übrigens, hat ungefähr die Qualität von dem Fernseher, den meine Oma bei sich in der Küche hat. Das ist jetzt gerade ein richtiges Home-Feeling. Okay, gut. Wir wollten in die Garage gehen. Wir wollten auch mal irgendwie der Storyline folgen, soweit ich weiß. I should be able to find the tools I need here. Ich bin halt leider eine andere Person. Ich gucke mir halt immer alles an, was ich sehe. Deswegen Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Der kommt mir irgendwie bekannt. Wo haben wir den heute schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Fast so gut. Ja, fast so gut wie die Eis auf Sendeschleife. Und ja, ich würde sagen, stimmt, wir an Patrick, falls er noch da ist. Ne? Was ist schlimmer? Life is Strange. Ah ja, okay. Absichtlich Sims töten ist schlimmer. Okay. Gut, dann bin ich ja nicht böse. Dann ist es ja gut. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwell? You've gotta be shitting me. Das fällt dir jetzt auf, nachdem wir das Foto gerade schon gesehen haben. Vor allem, ist es nicht krass, dass die bei sich in der Schublade Chloe's ein Foto haben, auf dem nur Hintergrund zu sehen ist? You've gotta be shitting me. Kann man einschalten. Leute? Das ist das Ziel. Geil. Können wir die mitnehmen? Also, normal würde ich das jetzt nicht sagen. Das ist nicht gut. Eigentlich ist es gar nicht gut. Eigentlich müssten wir eine FSK 18-Warnung vorher machen. Ich fühl mich schlecht. Yes, score. Brauchen die ja generell nur, um uns zu verteidigen vor Warren. Die Tat wird Konsequenzen haben. Ich wüsste nicht was. Wir schalten den Fernseher mal ein. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? Der wird jetzt this guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Auf den Bildern wird sicher nicht zu sehen sein, wie wir sein Schlafzimmer durchsuchen. Nein, das hat der bestimmt nicht mitbekommen. Wie können wir die Bänder löschen?
Spaß. Wowzer, a map of Blackwell Academy. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie die Wohnung von denen mit Kameras, aber können wir die mitnehmen? Wir lassen den Schrank offen. Wir wollen definitiv, dass er sieht, dass wir hier rumgeschnüffelt haben. Dann, was ist das? Kann man da... Okay, das ist komplett Werkzeug. Okay, dann haben wir hier noch den Laptop, den benutzen wir offensichtlich. No password. Like it would help me find tools anyway. Schade. Was ist hier drin? Warum machst du das wieder zu? Wir wollen das Essen mitnehmen. Oh, Akten. I wonder what's in those files up there. Gucken wir einfach nach. Shit! Butterfingers! Ups. Oh, das ist ein Foto. Das ist, eigentlich ist es schon ganz witzig, absichtlich irgendwie alles fallen zu lassen. Why the hell would he have pictures of her? She knows something. This is getting totally weird. Das ist so, als ob du von der Perspektive nicht merkst, dass dir irgendwie erfolgte Bilder von dir macht. Vor allem ist der hier. Okay. Ja, ich finde doch, das ist generell... Ich würde nicht merken, dass wir hier rumgeschnüffelt haben. Können wir noch irgendwas kaputt machen? Nothing. This is so lame. Ja, finde ich auch. Wir gehen in ein anderes Haus, durchsuchen alles und dann sagen wir, das Haus ist echt lame. Gut, finden wir hier noch irgendwas Wichtiges? Essen? Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Ganz ehrlich, die haben heutzutage keine Probleme. Denen geht's gut. Die haben genug Konserven. Was, können wir hier wieder rein? Ach so. Dann müssen wir ja zurück. So. Gut, dann... können wir das Auto klauen? Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Okay, gut. Dann, gut, Teleobjektiv. Ja gut, damit sieht man es vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich habe nicht so viel Ahnung. Ach, das haben wir schon angeguckt. Von Kameras. Oder von Kunst oder von Bildern. Deswegen, ja. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal das Werkzeug. Was brauchen wir denn? These are way too big. I need tiny tools for that camera. Kleines Werkzeug. Ja gut. Wo finden wir jetzt kleines Werkzeug? Ich habe ja schon alles durchsucht. Nothing. This is so lame. Vielleicht sollten wir doch die wichtigen Punkte mal zuerst durchsuchen. Hier war nichts dran. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. Hat jemand eine Ahnung, wo wir kleines Werkzeug finden? All over the school? Ich könnte einfach die Kamera erschießen. Hätten wir solche Probleme nicht. Boom, precision screwdrivers. Except I can't reach them. Ach ja. Danke, Timo. Ich hab's aber schon gefunden, tatsächlich. Ja, ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Was? Du kannst nicht reachen. Was ist das mir gefallen? Da passt man einmal nicht auf. Oh. Okay. Heißt, wir müssen wieder zurück. Ja. Ich finde, dafür, dass wir so ein krasser Time Lord Traveler sind, benutzen wir unsere Fähigkeiten viel zu selten. Wir könnten so viele coole Sachen machen. Ah. This is a playthrough of Life is Strange in German with only doing like the bad decisions. Yes, you have mad skills, Max. Endlich können wir unsere Kamera reparieren, um mehr Selfies zu machen. I should go back upstairs before Chloe freaks. Also Chloe wird bestimmt noch nicht aufgefallen sein, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr da waren. Die wird die Waschmaschine auch nicht gehört haben oder dass ungefähr 10 Sachen runtergefallen ist. Der kleine innere Monolog, den wir mit uns selber haben, das wird ihr alles nicht aufgefallen sein. Okay, wo geht's zu Chloe?
Ist Chloe noch da? Ja. Haben wir unsere Kamera irgendwo hier hingelegt? Ich fühle mich gerade etwas überfordert. Hi Chloe. Du hast das Werkzeug. Cool. Du kannst deine Kamera an meinem Schreibtisch reparieren. Das ist übrigens der erste Vorgeschmack auf Dienstag. Da craften wir auch sehr, sehr viel dann. Nicht zu reparieren. Sind das deine neuen Fotos? Ja, die habe ich heute gemacht. Lass sehen. Ha, elendes Miststück. Niemand ist von der Kamera sicher. Na, der Bildausschnitt. Verarschst du mich? Der Sack ist echt überall. Moment, das habe ich schon mal gesehen. Nein, wann hast du das gemacht? Du hast dieses Foto gemacht, du Girl? Heute auf dem Klo, du hast den Alarm ausgelöst. Deswegen war Nathan hinterher. Jetzt verstehe ich. Du hast mir das Leben gerettet. Sag mir die Wahrheit, Max. Okay, ich bin mir fast sicher, wir sollten Chloe anlügen, nicht wahr? Wir waren gar nicht da. Ich weiß nicht, wovon sie redet. Das Bild haben wir gefunden auf dem Mädchenklo. Komm schon, auch nach 5 Jahren sehe ich noch, wenn du lügst. Okay, ich war da, Sherlock. Das ist stark. Ja, ich habe mir fast in die Hosen gemacht, als ich die Waffe sah. Hast du mich erkannt? Also ich würde sagen, in dem Punkt sind wir ehrlich und sagen, wir haben sie nicht erkannt, weil es, glaube ich, ein bisschen verletzend ist, wenn jemand sagt, er kennt dich nicht. Ach, nur vielleicht. Überhaupt nicht. Deine Haare und Klamotten sind so anders. Hoffentlich. Es muss alles so komisch sein nach deiner Rückkehr. Wie du schon sagtest, ist ein sehr, 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 sehr komischer Tag. Also musst du unsere Unterhaltung gehört haben. Lügen wir sie jetzt an oder sind wir ehrlich? Jetzt bin ich mir gerade mal nicht so sicher wieder, was da die bessere Strategie ist. Dass wir sagen, wir haben ein bisschen was von der Konversation gehört, um ihr zu sagen, ja, wir wissen, dass du Scheiße gebaut hast. Oder sagen wir lieber, nein, nicht wirklich, um sie anzulügen. Gibt es dazu irgendwelche Meinungen im Chat? Was man am besten machen könnte? Okay, gut. Timo sagt, nicht wirklich. Ich hatte Angst, Nathan brabbelt alleine vor sich hin. Dann hast du uns also gehört? Okay, ich habe was über Geld und Drogen gehört, aber es ist alles. Aber wenn du mir sagen würdest, wo ich die beiden Sachen herbekommen würde, wäre ich sehr dir tief verbunden. Oh Gott, jetzt muss ich wieder wissen, was sie gesagt hat. Es ist immer so schlimm, wenn ich jetzt vorlese, sehe ich den zweiten Satz immer nicht. Den nächsten, weil ich mich auf den anderen konzentriere. Vor allem das Schlimme ist bei YouTube. Kann ich da weiter nach vorne? Damit ich sehe, was ich gerade gesagt habe. Okay. Timo sagt, ich wollte. Dass so gut ist? Ah, ich vertraue dir immer. Ich vertraue dir einfach, dass das die falsche Entscheidung ist. Ich wollte es. Was, wenn er Amok läuft? Dann wäre er der krasseste Dude an der Schule. Er hätte dich erschossen, Chloe. Das ist eine Tatsache. Ich sollte mit dem Direktor reden. Dem Direx? Bist du 12 oder was? Der Säufer interessiert sich nur für Geld für die Akademie. Vertraue ihm nicht. Ehrlich, ich habe es niemandem gesagt. Versprochen. Uff. Eines Tages erzähle ich dir mehr, Max. Ich schulde dir was. Oh nein, sie baut Sympathien auf. Ach ja. Zeigst du jetzt uns ihre Drogen, oder? Lieb, dass du dich an meinen Geburtstag erinnerst. Aber das kann ich nicht annehmen. Natürlich kannst du. Papa wäre sauer, wenn ich sie nicht benutzen würde. Und du würdest wunderbare Dinge mit ihr tun. Sie ist so nett zu uns, obwohl wir so gemein zu ihr sind. Also eigentlich ist sie auch gemein zu uns, aber sie ist auch nett zu uns.
ist die Musik noch lauter und wir hören noch weniger, was sie sagen. Yep, ich habe eine Schraube locker. Ach ja, Partyszene. So, können wir noch irgendwo die Drogen holen? Damit wir... couldn't get any stranger. Nee, also noch merkwürdiger wird's heute nicht. So, sorry, wir sind halt immer noch nicht nach 23 Uhr. Ich habe Angst, dass ich da ein bisschen zu viel drüber rede. Ich will das auch nicht verherrlichen. Sagt einfach Nein zu Drogen, wenn euch jemand was anbietet. Ich weiß nicht, welchen Wein du meinst, leider. Ich kenne den Wein nicht. Es kannst du nicht tanzen, Hippie. Rock'n'Roll, Süße. Wie geht das so? Oder so? So. So. Ich hab Angst, dass ich jetzt gerade irgendwas Schlimmes gemacht habe. Guck mal, er ist jetzt laut genug, dass wir ihn hören. Arschloch. Ich komme hoch, wir haben zu reden. Okay, also müssen wir uns bemerkbar machen. Such dir ein Versteck. Okay, wo können wir uns denn am besten verstecken? Können wir uns... Unter dem Bett kann man sich verstecken. Wo kann man sich denn noch verstecken? In dem Schrank? Hey, hieß es, war es ein gutes Versteck? Ich würde sagen, wir verstecken uns heute mal unter dem Bett. Das letzte Mal habe ich mich, glaube ich, im Schrank versteckt. Aber heute verstecken wir uns unter dem Bett. Danke, iStuff. Können wir uns verstecken? I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? Streng ist das... Max, bitte, halte dich, versteck dich unter dem Bett. Danke auf jeden Fall an den iStuff-Bot, der das Wein hier reingeschickt hat. Beruhig dich wieder, sie ist keine Fremde, sondern eine Freundin. Meine Freundin. Vor allem, er kennt uns nicht, aber hat er nicht mit uns erst geredet? Hey, oder hab ich das schon wieder nicht im Kopf? Ja, die haben wir eingesteckt. Alter, nee. Sorry, Chloe. Also, ist natürlich jetzt schwierig. Was macht man jetzt in der Situation, wenn man gemein ist, ne? Also ich würde fast behaupten, dass wir sagen, es ist Chloes Schuld. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Ja, gut. Chat. Okay, der Chat ist sich einig. Seid ihr euch sicher, dass das wirklich die gemeine Option ist? Okay, wenn ihr sagt, wir sollen Chloe beschuldigen, dann machen wir das. Auf keinen Fall. Meinst du das nicht? Natürlich nicht. Cleo hat den besten Scheiß, ne? Du hast bestimmt Freundschaftszeug. Ich habe gar nichts von dem Zeug bekommen. Leider. Oh. Wer war nochmal David im Chat? Das ist, tut mir jetzt leid. Ja, wir spielen Anti-Chloe. Unser Ziel ist es tatsächlich, Chloe irgendwie zu töten. Das ist echt gemein. Ach ja, stimmt, mich war das, ja. Wir sind auch gemein, Chloe. Wir sind nicht das Ziel. Solltest die andere Freunde suchen, ganz ehrlich. Du hast was Besseres verdient. Ist Chloe jetzt weg? David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Ich freue mich immer, wenn oben steht, diese Tat wird Konsequenzen haben, weil in den meisten Fällen bedeutet es, wir haben gerade irgendwas gemacht, was schlecht war. Wobei eigentlich steht es immer da, ne?
Wir können nur Chloes Zimmer verlassen. Vor allem, okay, pass auf, wir verlassen jetzt Chloes Zimmer durchs Fenster. Mich ist. Achso, ihr meint Chloe, wo Chloe gegangen ist. I could change this, so I don't hurt Chloe. Wir sollten es aber auch nicht changen und einfach jetzt Chloes Zimmer durchs Fenster verlassen. Fallen wir jetzt wirklich durchs Fenster? Das will ich jetzt sehen. Chloe ist irgendwo anders hingegangen. Wahrscheinlich, um sich neue Freunde zu suchen. Ich hoffe es mal für sie. Ist diese Episode jetzt schon zu Ende? Ja, wir sind heute wirklich schnell, ne? Ich habe keine Ahnung, wann die Episoden aufhören. I haven't been here in forever. Wir kommen ja am Ende auf, aber ich bin nicht mit dem Internet verbunden. So why do I feel like I was just here? Wow. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Okay, also können wir uns hier noch mal ein bisschen umsehen, jetzt wo es nicht mehr gewittert und regnet und stürmt und allgemein nicht so das Immenau-Feeling hat. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich bin fast verwirrt. Ich denke fast nicht. Was ist das? Ansehen. They haven't updated this sign since the 1980s. Also ihr hattet auf jeden Fall Spaß heute beim Böse sein, weil das bedeutet, dass die Zeit so schnell vergeht. Ja, das freut mich natürlich für euch. Okay, wir können ja rennen, ne? Dann rennen wir mal ein bisschen durch die Gegend hier. Aber an sich, ich will das... Wir machen noch ein Foto, bevor King die Scheibe fliegt. I got you. Das ist, parallel spielt Max übrigens auch Pokémon. Got you. Ich hätte mir noch nach einem... Max rennt wie Max rennt. Hello, cute little squirrel. You wo ist denn Trash-Katze? Stare contest. Nein, Trash-Katze! Oh. Ja, Max fotografiert generell alles, also nicht nur Hinterteile von Vögeln, sondern auch andere Dinge. Ist das. Ach, das ist mir, ich dachte, vielleicht ist das irgendwie ein totes Huhn oder sowas, so ein Gummihuhn oder so. Oh, wir haben eine Nachricht bekommen. Also ganz ehrlich, doch Eichhörnchen sind Trashkatzen. Sie sind auf jeden Fall ähnlich. Keck. Was? Kann mal jemand googeln, was Jugendsprache, was Keck bedeutet? Oder ist Celine noch im Chat? Dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst. Genau, deswegen haben wir ihn auch gefragt, wie es ihm geht. So, ja, Kay ist okay, das weiß ich, aber was ist Keck? Was bedeutet Keck? Ich bin halt auch nicht mehr so up to date, was so Sachen anbelangt. Earth is so lucky, they can always escape. Es sei denn, das Fenster ist zu. Dann wird's schwierig. Okay. Also, für die Frage, wo Chloe ist, ich glaube, wir haben sie gefunden. Aber erstmal, weil es gibt echt viele Vögel hier. Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Ist der ihr Baumhaus das Totenkopf-Symbol? Das sagt einiges. Ach, Keck bedeutet lol, okay. Also, zu wollen, du verrätst mir noch... Oh, ein Haiku. Ich habe auch mal ein Haiku geschrieben für... Ach, egal. How pretty. Plus auf ein. Das wollte aber keiner sehen. Hat niemand sich dagegen entschieden, dass wir das Ganze machen. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Tja. Jetzt ist eigentlich eine Frage anstellt, welches Tier könnte solche Fußspuren hinterlassen? Clearly, the Bigfoots are everywhere. Also, mir gefällt Shakos Interpretation von Keck noch ein bisschen besser. Übrigens, wir haben hier noch ein paar neue Leute. Rachel offensichtlich. Warren und Chloe und... ja. Genau, also, wenn Shako wirklich meint, dass Keck
möchte gern Loser oder Versager heißt, finde ich die Version hier wesentlich besser. Echt? Das ist Rachel Smith. Stimmt, das hat Ähnlichkeiten. Das ist eine neuere Version von dem Rachel Post. Das ist mittlerweile schon Popkultur hier. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Nichts ist verschlossen, es sei, also wenn du es nur hart genug probierst. Oh, auch ein Kaffee. How long has that been here? Vertraue niemandem, vor allem nicht mir. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. So, guck mal, stell dir vor, du machst hier oben Party und jemand ist so besoffen und fällt dir aus Versehen runter. Das ist kein guter Ort. Okay, also Chloe ist hier. Sehr schön. Hallo. Na, wie geht's dir so? Setz dich, wenn du magst. Bist du sauer auf mich? Ich verstehe nicht ganz, warum du sauer auf mich sein solltest. Ja, Timo, ich bin mir auch sicher, wenn da jemand runterfallen würde, wärst du es wahrscheinlich. Okay, also ich denke, wir nehmen hier definitiv Quadrat oder so dieses, bist du etwa sauer auf mich? Ich meine, das Gute ist, dadurch, dass wir die Stimmen nicht haben, können wir das wirklich selber nachmachen und es ein bisschen so einen gewissen Flair verleihen, wie wir uns diese Konversation gerne vorstellen würden. Okay, also. Seid ihr habt andere Wünsche, würde ich fragen, bist du sauer auf mich? Weil entschuldigen tun wir uns ganz sicher nicht. Bist du sauer auf mich? Ich wollte bloß Verstärkung. Ich bin nicht so mutig wie du. Und Davik ist wirklich ein Stift. Achso, sagt Sing. Max. Du musst mit ihm leben. War er immer schon so? Schon vor den Tagen, als Mama ihn bei uns anschleppte, traute ich David nicht. Ihn zu fotografieren? Also, das jetzt wird schwierig. Okay, bin froh, ein Foto gemacht zu haben. Ist so von wegen so, ja, ich bin froh, dass ich noch meine Leidenschaft wenigstens ausleben konnte und wenigstens noch ein Foto gemacht habe. Oder ihn zu fotografieren ist komisch im Sinne von, aber dann würden wir Chloe theoretisch ein bisschen zustimmen, dass wir ihren Stiefvater auch irgendwie komisch finden würden. Ich bin echt ein bisschen überfragt hier. Ich weiß ja nicht, was denkt der Chat? Ja, das ist wahr. Es ist nicht eindeutig böse. Gar nichts von den beiden hier. Ich würde fast zu Kreis tendieren, weil das noch ein bisschen mal komisch noch da drin steht. Und das weiß ich nicht. Okay, warte, du sagst Viereck? Okay, wenn ihr Viereck sagt, dann sag ich natürlich auch Viereck, ne? Also, ich vertraue euch da eher. Ich bin froh, dass ich ein Foto mit Kate geschossen habe. Nur für den Fall, dass ich ihn mal erpressen muss. Was wollte er denn von dir? Seine Motive sind fragwürdig. Er hat eine Menge geheime Akten, die ich alle kopiert und angeguckt habe. Rambo glaubt immer, irgendwie recht zu haben, bla bla bla. Hast du reingeguckt in die Akten? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, ich habe in die Akten reingeguckt, um ihr zu symbolisieren, dass wir durchaus in der Lage sind, durch andere Leute Sachen zu schnüffeln. Und dass wir uns da nicht schämen müssen, was auch immer. Und dass sie weiß, wie krass wir drauf sind. Genau. Wir sagen ja. Nun ja, ich konnte es nicht lassen. Ändere dich nie. Was hast du entdeckt? Gruselige Fotos von Kate Marsh und andere Blackwell-Schülern. Der Typ nimmt seinen Job zu ernst. Er glaubt immer noch, er sei im Krieg oder so. Er ist besessen von der Überwachung. Ich mache mir Sorgen, dass im Haus eine Kamera sind. Ich wusste, du bist ahnungslos. Chloe, euer Haus wird überwacht. Und ich habe die Sachen angezapft. Ich sehe das jetzt auch, was bei euch passiert. Ich wusste es. Er ist so beschissen paranoid. Ich halte es erstmal geheim. Manchmal ist Unwissenheit ein Segen. Ja, manchmal. Boah. Ich werde so emotional. Nein. Was ist nächstes Geheimnis? Selbst deins. Ich würde sagen, ignorieren sie. Okay, anscheinend ignorieren sie nicht. Okay, Shaco sagt Kreis. Was sagt Timo? Es ist so schwer. In solchen Momenten muss man die Denkkappe aufsetzen. Damit man besser nachdenken kann. Nur deswegen liegt die hier rum. Um nachdenken zu können. Okay, Timo, weiß es nicht, dann probieren wir es mit dem Kreis.
selbst deins? Nicht mehr. Oh, er streckt die Drohung sogar mit Abführmittel. Oh. Er wählt ständig mit seinem Geldschein. Sag mir einfach, was passiert ist, Chloe. Sofort. Ich war ein Idiot. Ich dachte, er sei so weggetreten, dass er leichte Beute sei. Du brauchst das dringend Geld? Um ehrlich zu sein, ja. Ich habe große Schulden. Haben wir ja noch nicht mitbekommen. Ich dachte, genug für mich und Rachel. Wie viel? Also, wir sind offensichtlich auf Geld angewiesen. Wir wollen Geld haben. Deswegen würde ich sagen, fragen wir einfach mal, wie viel Geld. Weil, reden wir in konkreten Summen. Ich meine, wir können zwar nicht alle rechnen hier, aber das hilft schon mal. Wie viel bist du schuldig? 3000 plus Zinsen. Und bevor ich Nathan was davon abjagen konnte, hat er mir was untergejubelt. Himmel, Chloe, das glaube ich einfach nicht. Also glauben tue ich schon. Und dann? Ich wurde ohnmächtig. Als ich aufwachte, kroch der Perverse lächelnd mit einer Kamera. Oh! Das ist nicht schön. Ich versuchte ihm die Eier zu treten und zerbrach eine Lampe. Ich hoffe, du hast die Eier trotzdem getroffen, Chloe. Das ist krank. Ich würde sagen, wir sagen, dass es krank ist, weil es ist wirklich krank. Also, ich würde sagen, in dem Fall mal die Wahrheit zu sagen, schadet nichts. Vor allem, weil man auch nicht interpretieren kann, was genau wir als krank empfinden. Genau. Chloe, das ist so krank. Was hast du dann getan? Ich dachte mir, ich lasse ihn für mein Schweigen blechen. Also trafen wir uns auf dem Klo. Und er hatte eine Waffe dabei. Das war Nathans letzter Fehler. Okay, hetzen wir wieder die Polizei auf ihn oder sagen wir, dass er immer noch gefährlich ist? Weil ich meine, zuzugeben, dass er immer noch gefährlich wäre, das wäre ja... Da würden wir ja quasi sagen, dass wir nicht so gefährlich sind wie er. In gewisser Art und Weise. Oder? Wir tun so, als ob wir für uns... Als ob wir uns für sie interessieren, damit wir ihr später ihr fettes Herz brechen können. Muah. Ja, Shaco, das ist ein guter Plan. Aber wie interessieren wir uns für sie? Indem wir die Polizei rufen? Ja. Wir rufen die Polizei, würde ich sagen. Oder? Ja, ich mach's jetzt einfach. Was wirst du tun? Ihm eine Kugel in den Hintern jagen? Rufen wir die Polizei. Vergiss es. Gut, dass du es niemandem gesagt hast. Ich schalte ihn jetzt in den Walter White-Modus. Ich werde nicht mehr immer da sein, um dich zu retten. Du warst heute hier, Max. Du hast mich gerettet. Ich glaube es immer noch nicht. Dass ich nach all den Jahren wieder zu sehen ist. Schicksal? Es ist echt so awkward, das Ganze ohne Ton zu hören. Vor allem in solchen Szenen. Ja, generell brauchen wir schon so viele freilaufende Mörder, wie es geht. Aber ich will auch nicht vor ihr zugeben, dass er gefährlich sein könnte. Dass wir Angst hätten. Ich finde, das wäre ein großer Fehler. Plus, jetzt will sie irgendwie den Walter White-Modus anschalten. Wenn das Schicksal ist, hoffe ich, dass... Was ist denn immer mit Rachel? Warum interessieren sich alle für Rachel? Warum interessiert sich niemand für uns? Achso, stimmt ja, die waren befreundet. Ja, vergiss es. Okay, sie würde gerne eine Bombe fallen lassen. Das ist schon mal... Also eigentlich sollten wir Chloe so lange noch bei uns in der Umgebung halten, bis sie die Bombe wirklich fallen lässt. Oh no! Not again! Und wir sind wieder in Ilmenau. Why is this happening to me? Why am I here again? Oh mein Gott, ein durchsichtiges Reh. Okay. Wir tasten uns langsam ran. Können wir rennen? Is Chloe still up there? I have to find out. In dem Unwetter wird keiner merken, wenn wir so runterkommen. Das ist ungünstig. Gibt's da noch einen Weg herum oder müssen wir irgendwie unsere Timey-Wimey-Kräfte verwenden? Wir gehen einfach wieder, wir gehen woanders hin.
kann meine Bewegungen nutzen, um mich zu teleportieren. Du meinst Rachel und Chloe, dass das Spiel impliziert, dass die beiden zusammen waren. Ja, also das kann sein, also durchaus. Sind Super Max. Können wir uns eigentlich töten, indem wir das Ding auf uns fallen lassen, wenn wir einfach da stehen? Wollen wir das mal ausprobieren? Oh ne, ich habe Angst, dass ich vom neuen Speicherstand starten muss. Aber generell? Interessant. Okay, dann geht's weiter zum Lighthouse. Hier ist Reh. Das Reh. Gerade noch mal elegant ausgewichen. Das wusste nicht, dass das Ganze jetzt von einem Action-Spiel wird. Also ich wusste schon, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber ich hatte es vergessen. Oh mein Lord! The tornado is back! Oh Scheiße! Krass! Also generell, I need to rewind and do something fast. Was willst du denn machen? Das Boot aufhalten oder was? Whoa. I'm getting sick. I can't rewind any further. Generell würde ich sagen, wir setzen uns einfach zurück und genießen den Tag. Also was? Lesen. 11. Oktober, das ist diesen Freitag, ja. Das ist in nur 4 Tagen. Oh, was könnte das nur bedeuten? Kann es sein, dass es eine Zukunftsversion ist? Eine Vision, nicht mehr so. Das ist Chloe. Oh, Chloe, du bist hier. Ich bin zurück. Oh Gott, das ist echt. Das ist oh ein Scheiß. Oh Gott, du Hilfe. Max, was ist los? Du warst voll weggetreten, ey. Ich bin nicht weggetreten, ich hatte eine Vision. Hast du zu viel Gras geraucht, Max? Die Stadt wird von einem Tornado ausradiert. Oregon erlebt ca. 5 Tornados alle 20 Jahre. Du hast das geträumt. Nein, ich habe ihn gesehen. Ich konnte die Elektrizität in der Luft fühlen. Komm schon, atme durch. Es ist alles gut. Chloe, ich bin nicht verrückt. Doch, bist du. Es ist alles gut. Aber es gibt noch etwas, das ich dir sagen muss. Etwas Abgefahrenes. Sprich mit mir, Max. Chloe, ich bin böse. Ich hatte die gleiche Vision im Unterricht, als sie vorbei war. Ich konnte die Zeit zurückdrehen. Wie gesagt, nicht verrückt. Du bist high, oder? Chloe und ich haben dieselben Gedanken. Hör zu, wie glaubst du, konnte ich dich auf der Toilette drehen? Retten. Ich sah, wie du erschossen wurdest, Chloe. Ich sah deinen Tod. Ich habe es nur 4-mal gesehen, weil ich ein bisschen unfähig war und dass ich zurückgedreht habe. Aber ich habe es gesehen. Ihr seid nicht in einem Videospiel. Merkt euch das. Wir sind nicht in einem Videospiel. Ich weiß, was ich habe, aber ich habe es und ich habe Todesangst. Du musst was rauchen. Es war ein kranker Tag. Was? Oh, es schneit. Das ist wirklich Ilmenau. Jetzt ist das Ilmenau-Feeling da. Es sind 25 Grad. Wie? Oh, oder ein aufziehender Sturm. Max, fang am Anfang an. Okay, wir gehen wieder zurück auf den Anfang. Fang jetzt wieder von vorne an. Ach ja. Jetzt eigentlich.
das war Episode 1. Wir haben unser Ziel für heute erreicht. Ich weiß nicht, ich glaube, am Ende kommen noch Statistiken, die würde ich mir auch gerne angucken. Wobei wir haben ja eigentlich gar nicht, wir haben ja keine Internetverbindung hier. Also ich habe zumindest keine. Deswegen weiß ich das gar nicht. Aber da kann man auch, glaube ich, die verschiedenen Möglichkeiten sehen, eventuell. Oder ist es nur im zweiten Teil so? Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall, hier sind die Credits. Da gibt's ein Maxim. In den Credits. Und noch viele andere Namen, die euch vielleicht bekannt vorkommen. Wie zum Beispiel Kenny aus South Park. Oder Deborah, kenne ich auch jemanden. Mhm. Gute Nacht, Jaco. Schlaf schön. Und schön, dass du zugeguckt hast. Ja, wir gucken uns jetzt noch die Credits an, weil das machen anscheinend Leute, wenn sie die erste Episode durchgespielt haben. Also, denke ich mal. Ist ja auch schön zu sehen, wer das alles so gemacht hat. Ja, noch sind wir nicht komplett durch die Credits laufen noch, Thibaut. Also bitte noch nicht ganz abschalten. Glaube ich. Sieht man auch, wer die Leute gespielt hat und wie sie heißen mit Nachnamen. Okay, die Prozentdinger sollte es immer geben, auch wenn man keine Internetverbindung hat. Wenn du das sagst. Noch mal den Soundtrack genießen. So zwischendurch. Es kommen die schwierigen Sachen für uns. Die GEMA-Sachen. Ja, YouTube-Claim-Geräusche. Aber naja, kann man nichts machen. Sehr lange Credits. Oh, die Playtester. Dass keiner von euch dabei, weil ich mich schon gespielt hat, habt. Ja, wenn ich die Credits irgendwie mal überspringen soll oder sowas, schreibt mir in die Kommentare. Fürs Erste gucken wir es mal einfach mal an. Einfach, weil es auch, wie gesagt, schön ist, mal zu sehen, wer alles so dahinter steckt. Ja, Etienne Campagnier. Das ist ein schöner Name. Oder Champagner. Ach ja. Ich kann nicht theoretisch schon mal sagen, was es jetzt dann die nächsten paar Tage noch gibt. Falls der YouTube-Chat so nett wäre, der Twitch-Chat so nett wäre, mir nochmal den Plan reinzuschicken, kann ich das ja jetzt schon mal erzählen, quasi, bevor wir uns die Auswertung angucken. Dankeschön. Und zwar könnt ihr euch morgen ab 21 Uhr den Magic Monday mit Patrick geben, ist auch immer ganz schön. Und dann ab Dienstag gibt's Last of Us ab 23 Uhr, würde ich euch auch unbedingt empfehlen, einzuschalten. Da sind dann Mitch und ich unterwegs und kämpfen uns ein bisschen durch dieses Zombie-Spiel. Und am Mittwoch gibt es wie immer dann den Witcher 3 mit Anka und Mitch. Also lohnt sich auf jeden Fall halt da reinzugucken. Falls ihr noch mehr coole Let's Plays von verschiedenen Sachen sehen wollt. Wir haben sehr viel zu bieten. Genau. Sind wir schon bei den Testers? Ich habe das Gefühl, wir sind fast durch.
Ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht, ob ich das überspringen kann oder sollte. Dazu Meinungen im Chat. Oder ihr postet einfach eine Waschbär, das ist auch okay. Vor allem kommen die Credits jetzt wahrscheinlich jedes Mal. Wenn, dann musst du mir noch irgendwas überlegen, was ich mal während den Credits mache. Das ist schön, dass du Zeit hast. Danke, Timo. Danke, dass der Techniker Zeit hat. Das freut mich. Ich sind jetzt auch schon voll gut im Plan. Ich meine, ich hatte, glaube ich, maximal jetzt 4 Stunden dafür angesetzt. So. Wir haben noch quasi 1 Stunde Zeit, in der wir uns die Credits angucken können. Also alles gut. Ich kann, ja gut, dann schalten die Leute auf jeden Fall ab, würde ich fast behaupten. Ich kann, Namen kann ich nicht, wobei, naja, ich kann Namen nicht tanzen. Hab das leider nie gelernt. Leider. Auch wenn ich finde, dass man das schon lernen sollte, weil es ist auch einfach cool, wenn du dann in der Disco bist und du kannst deinen Namen tanzen und du musst nicht den Leuten zuschreiben, wie du heißt, sondern du kannst es einfach so ausdrücken. Das ist eigentlich viel besser als irgendeine dumme Anmache oder sowas. Weil, ja, warum nicht, ne? Wenn jeder seinen eigenen Namen tanzen würde, wäre die Welt definitiv ein besserer Ort, meiner Meinung nach. Also ich meine, jetzt gerade sowieso nicht. Ja, Timo, dann würdest du einfach aus dem Club rausgeschmissen werden, wenn du nur Beleidigung tanzen würdest. Nee, das wäre nicht schön. Oh, special thanks. Thanks vor allem. Ein special thanks an Laura. Unreal Engine. Muss ich mal an Unreal Tournament denken, wenn ich Unreal lese, egal in welchem Kontext. Das ist auch so, das sind Sachen, die prägen dich von deiner Kindheit, auch wenn du nicht viel damit zu tun hast. Oh, dieses Video hat mich schon geprägt. Es ist wichtig, dass wir das alles durchlaufen lassen. Es ist bestimmt sehr, sehr wichtig. Vielleicht, ja. Muss ich mir beim nächsten Mal was anderes überlegen. Thanks for playing. Thanks for watching. Natürlich. So, und jetzt kommen hoffentlich die Statistiken. Oder auch nicht. Oder halt einfach, dass man sehen kann, was es für Möglichkeiten noch gibt und wo wir was verkackt haben. Die Statusabfrage ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen. Deine Verbindung zu PSN wurde unterbrochen. Ach wirklich, wir haben kein Internet mehr. Das habe ich mir jetzt fast nicht gedacht. Okay, also wir hatten die Möglichkeit, Nathan zu melden. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben die Wahrheit verheimlicht. Wir haben Victoria verspottet. Das ist auch ziemlich gut. Wir haben ein Foto gemacht, wie Kate belästigt wurde und ihr nicht geholfen. Das ist auf jeden Fall schon mal, das scheint auf jeden Fall gut zu sein. Und wir haben die Schuld an Chloe gegeben. Ach so, wir waren ja nicht mal im Versteck. Ich wollte gerade sagen, du bist aus dem Versteck herausgekommen, um einzugreifen. Du bist im Versteck geblieben. Nee, wir haben uns nicht mal versteckt. Dann, du hast David Daniel dein Porträt nicht zeigen lassen. Du hast Mrs. Grant Petition nicht unterschrieben. Du hast Alyssa nicht geholfen. Du hast Kates Tafel nicht sauber gewischt. Du hast die Pflanze nicht gegossen. Du hast Danas Test angefasst. Du hast Victorias Foto nicht angerührt. Oh, verdammt, wir hätten Victorias Fotos noch neu ordnen können. Du hast auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. Jetzt hast du Bakterien in deiner Hand. Sehr schön. Wir haben den Vogel nicht gerettet. Wir haben Chloes Schneekugel zerbrochen. Wir haben Spuren hinterlassen. Und wir haben die Akten gelesen. Ich würde fast behaupten, das war ein erfolgreicher Playthrough. Wir waren fast komplett böse. Und ja, damit würde ich dann auf jeden Fall erstmal nochmal Danke sagen. Vor allem auch an Nas, der das möglich gemacht hat, dass ich heute hier streamen darf. Das ist wie so eine kleine Dankesrede. Weil der hat hier einen extra kleinen Streamingplatz hier auch in der FM eingerichtet. Für Leute wie mich, die kein gutes Internet daheim haben und darauf angewiesen sind. Wer übrigens eine kleine Kostprobe davon haben möchte, wie gut mein Internet daheim ist, der kann sich gern das LOL-Let's Play angucken. Von der Noob Fiesta. Ich bin die in Grau. Also mit grauen Bildschirm. Genau. Ansonsten natürlich auch noch Danke an Timo, der heute die Technik gemacht hat und auch im Chat unterwegs war. Und natürlich auch an alle anderen, die zugeguckt haben. Dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.